So, soll ich auf neues Spiel klicken? Habe ich jetzt eigentlich gespeichert? Oder muss ich da nicht speichern? Ich muss nicht speichern, oder? Nee, das kann automatisch speichern. Ist ja praktisch. Das ist ja voll die Reihenfolgesteuerung. Ja, voll die Reihenfolgesteuerung. Oi, oi, oi. Was wollen wir nehmen, Mira? Ich glaube, das ist voll wichtig, oder? Nein. Welches wollen wir nehmen? Erste. Aber das ist so casual. Dann das zweite. Okay, wenn du so willst. Wenn es sein muss. Mein Gott, Rayon. Ja! Willkommen in den kleinen Albträumen Teil 2. Ein langer Gang. Das Auge ist wieder da. Ja, laut. Da sind wir. Oh, guck uns an. Oh, so süß. So knuffig. Guck mal, ich kann rumspringen. Voll schön, der Wald. Ne? Vielleicht, warte mal, gibt es noch Soundeinstellungen? Grundlautstärke, es gibt nur Grundlautstärke, okay, mach ich das mal so. Ist immer noch nicht leiser. Machen wir mal so. Aber man soll ja trotzdem noch was hören. Ja, das ist gut. Okay, das habe ich noch aus der. Das erinnere mich noch aus der Demo. Der Wald. Ja. Dieser ganze Anfang. War in der Demo. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Guck mal, hier wird uns gezeigt, wie wir springen, Mira. Guck mal. Oh. Ui! Ja, ich will trotzdem da runter. Aber nur wegen Komplettierung. Kann ich da irgendwas machen? Nee, ne? Sehr viele Fliegen. Ja, das passiert halt manchmal. Warum sind immer Fliegen, wo ich bin? Kann ich ja auch schon sprinten? Ja, ich kann schon sprinten, okay. Ja. Kann ich da rein? Ich wusste nicht der Knopf zum Sprinten für so lange Zeit, bis es endlich Shift? Wurde. Okay. Shift ist ja, auch immer sprinten. Ich war auf einer Konsole. Ah. Ja, dann bist du halt selbst schuld, ne? Darf ich da rein? Ja. Du musst aber ziehen. Easy, gar kein Problem. Jetzt musst du ducken. Ja, 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 ja. Easy. Ich bin Pro, weißt du doch. Boah, das sieht aber schon sehr schick aus, ne? Das sah wirklich cool aus. Ich mach das sehr. Guck mal, Le Schuh. Le Schuh. Oh, guck mal, Le Leichen. Oh, guck mal, Le Leichen. Kann ich die Leichen abwerfen? Soweit ich erinnere, konnte man nichts mit Leichen tun. Die sind einfach nur da. Für Atmosphäre, glaube ich. Kannst nicht springen, Schuh. Ich will die mitnehmen. Warum willst du sie mitnehmen? Okay. Ich weiß es. Ich habe so eine Beziehung zu diesem Schuh. Das musst du nicht verstehen. Das ist was zwischen uns beiden. Ja, denn. Schön, brauchen wir denn noch? Kann ich da einfach so rüberspringen? Hui! Mein Gott, warum willst du den fremden Schuh mitnehmen? Ja, lass mich. Was willst du mit dem ollen Schuh? Das ist was Eigenes. Also der Schuh ist auch genauso groß wie ich, fällt mir gerade auf. Ist das eine Falle? Ja. Wow. Gut gemacht, Reiher. Bin stolz auf dich. Oh, oh Mann! Nein!
Das kriege ich hin, das ist gar kein Problem. Hey, da kann man eigentlich dran vorbeigehen, das ist ja voll. Also man braucht den Schuh gar nicht, siehst du? Ja. Easy. Ah, warte, ich muss Le Schuh. Oder mitnehmen. Man kann einfach rüberspringen, man könnte über den Seil springen, ne? Ja, das ist richtig. Warum bist du so oben? Kann ich da vielleicht rein oder so? Gehe ich auf? Du würdest nur reingehen, wenn du außersehen dort getriggert hättest. Ja, da hätte ich keine Lust zu, weißt du? Ja, das ist mir passiert, ne? Wundervoll, Rayon. Ich bin Herkules! Warum habe ich eigentlich nicht mehr mein schönes gelbes Outfit an? Weil du bist nicht Six. Das ist ein anderer Charakter. Das weiß ich noch nicht. Aber, keine Ahnung. Im Screen wurde sogar gezeigt, dass es nicht Six ist. Ja, wie die heißen, habe ich sowieso nie gewusst. Ich weiß, dass die irgendwie so komische Namen haben, aber die kamen im Spiel nicht vor, also weiß ich die nicht. Fertig. Ich habe nichts außerhalb vom Spiel konsumiert. Man kann Six nicht. Ist der Ja, ich weiß. Das Umfeld wusste ich auch schon, aber ich habe mich halt im Hintergrund nicht informiert. Aber ich mag halt das gelbe Outfit. Ich habe uns immer Postbote genannt, weißt du? Ich bin ein krasser Postbote. Postbote. Ja, ja. Petit? Nein. Les Schuhe. Les Schuhe bleibt bei mir. Warum willst du alles mit? Ich will doch einfach nur Freunde haben! Perfekt. Oh, komm mit Leschu. Gar kein Problem für mich. Leschu ist bei mir. Ich will jetzt einfach nur dich zeichnen, wo du den Schuh einfach mitnimmst. Ja, Leschu. Überall. Leschu. Leschu. Ich komm nicht raus mit Leschu. Muss ich jetzt muss ich Leschu hier lassen? Ja. Weil sonst kommst du nicht durch. Das ist traurig. Oh shit. Wow! Okay, das geht wieder aus. Hat dieser Baum schon mal ein Loch, wo man rein könnte? Nein, man muss einfach nur rennen. Ja, ich weiß, aber das sah gerade so ein bisschen so aus, weißt du? Ja komm, da geht sie aus, ganz easy. Gar kein Problem. Kann ich zurück zu Leschu? Nein. Du kannst nicht Leschu mitnehmen. Ich nehme aber mehr Leschu, ich dachte schon. Es ist einfach nur traurig. Gib mehr Schuhe, keine Sorge. Ja, ich weiß. Oh, was ist denn hier los? Kann ich da rein in den Baumstamm? Ja, hier Baumstumpf. Ja. Ich wusste auch nicht, wie man überhaupt reinkommt, weil man muss durch den Baum scheinbar gehen. Ja, dann gehen wir auch zuerst in die andere Richtung. Die andere Richtung ist die Sackgasse. Ja, das ist mir aber herzlichst egal. Behalte ich jetzt Leschu, ne? Was kriegt die Schuh gerade hier? Freunde! Ein Gemeinschaftsgefühl. Auch wenn es zu einem Schuh ist. Zu einem alten Schuh, der mir nie passen wird, weil er genauso groß ist wie ich. Weiter, aber schön, wie die Blätter hier runterrieseln, ne? Man kann ja gar nicht. Fühlt sich gar nicht an wie so ein kleiner Albtraum. Wundervoll. Ja, ich war auch in einem kleinen Albtraum gefangen, weißt du? Genau. Aber im zweiten Teil davon musst du wissen. Das ist ganz wichtig. Sprinten! Wow! Ich bin ein krasser Postbote! Wow! Oh. Ja, okay. Augen-Hand-Koordination ist hier fehlerhaft am Platz, sehe ich schon. Ja, und du musst es halt greifen. Ja, wir sind halt noch ein Azubi-Postbote, also wir sind halt nicht so krass, weißt du? Easy. Hast du das gesehen? Probably. Wohl eher, wir sind die Heil. So, was ist hier? Also ich habe die was anderes gemacht, ne? Also es.
Kabutos Brykos? Spring. Boah, ist das hübsch. Boah, hör mal einfach die Musik und dann hörst du dann hin. Und das ist, also alles hier ist einfach ein Wallpaper, weißt du? Diese Unschärfe in der Ferne einfach. Boah. Ja, das ist einfach. Durch diese Unschärfe fühlt man sich noch so ein bisschen kleiner, weißt du? Mhm. Weiß ich nicht. Und noch ein bisschen behinderter. Was ist denn behindert? Oh, tot. Yay, cool, Ende. Ah, stimmt, du musst schon verklettern. Weißt du, wenn ich mal auf dich höre, dann sterbe ich. Weißt du, jetzt hat unseren ersten Tod wegen dir. Ach, typisch. Weißt du, jetzt steht's 0 zu 1. Ja, ich weiß nur bloß, wie... Also, ich wäre nicht gesprungen, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Ich hätte nicht mehr umgeguckt, ob es einen anderen Weg gibt, weil das sieht ja unsicher aus. Aber unsicher, ich mag solche Laub, solche verdeckten Laubstellen nicht. Leschuh! Oh! Oh, welchen nehme ich? Was ist denn der schönste Leschuh? Zwei rote, ein blauer und ein gelber. Oh. Augen-Hand-Koordination. Oh, ich kenne diese Stelle, sie hat mich abgefuckt. Hä, wieso? Weil da ein paar Fallen unterm Laub sind? Oh, super. Sag ich mal nichts. Boah, hier funktioniert ja gar nichts, ne? Oh. Was soll das denn? Ja, bis jetzt Spanking muss sein. Ja, gerade passiert nichts. Ja, komm, löst doch mal aus. Ich weiß doch, dass hier eine Falle ist. Das sehe ich doch. Guck mal. Boah, ich werfe die, glaube ich, zu weit vorne, oder? Ja, siehst du mal. Easy. Oh nein, ich habe einen Leschuh geopfert. Es tut mir leid, Kollege. Oh. Welchen der Leschuh willst du denn jetzt mitnehmen? Den hier. Ja, wie krieg ich den jetzt mit, ne? Krieg ich den auf den kleinen Ding geworfen, so richtig präzise? So, das sollte passen. Schade. Na gut. Etwas überworfen. Gut, dann nehme ich den anderen Leschuh mit. So, das sollte die gute Entfernung sein. Ja, natürlich nicht so. Ja, so ungefähr. Ah, war knapp. Aber knapp. Ein bisschen große Lischu. Ah, ein bisschen knapp. Ja, dann ungefähr so. Ah, ich schiff das doch. Gib's auf. Nimm nicht die Lischu. Genial. So ungefähr so. Oh, die wirft aber auch immer anders, ne? Kleine Bumeranze hier. Boah, je näher ich dran gehe, desto kürzer wirfst du. Soll ich den nicht mitnehmen? Ist das jetzt gerade so eine Ansage von dir? Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Bist du eigentlich richtig dumm? Du rastest aus wegen einem Schuh. Ich nehme den jetzt mit, nimmst den hier. Mein Gott, Ryan. Das Spiel, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich hab Zeit. Boah! Ich glaube, der klappt sich immer gegen den Seil. Boah, du bist aber auch echt extremst unfähig, ne? Boah, jetzt habe ich aber eine Idee. Ich nehme jetzt einen Leschu. Hilft das jetzt von hier vorne gegen das Seil? Vielleicht bleibt es dann umhängen. Super. Du. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, man muss mehr 2,5 decken. Oh, super doll. Okay, wir suchen den alten Plan wieder. Oh Mann. Also irgendwann funktioniert das, musst du wissen. Ja! Easy. Da kann oh mein Gott. First try. Warte, jetzt muss ich zu Leschu. Jetzt musst du zu Leschu. Nein. Nicht runterfallen. Leschu, bleib bei mir. Leschu. Oh, sehr gut. Jetzt hochwerfen. Easy, gar kein Problem. Oh. Jetzt musst du selbst hochkommen. Jetzt muss ich den zweiten Leschuh mitnehmen. Nein, nimm nicht den zweiten. Nur ein Leschuh? Ja, was ist. Wie kannst du den zweiten noch. Du kannst doch einen tragen. Ei. Kein Leschuh in das Loch.
Oh. Vielleicht ist das so ein geheimes Achievement, weißt du, wirf einen Schuh ins Loch. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke nicht. Ich bin mir unsicher. Le Schuh! Oh. Au. Okay, ich erinnere mich an diese Stelle. Ja, ich sehe die Stelle. Le Schuh! Verteidige mich! Gut gemacht, Le Schuh. Le Schuh, kann ich dich wieder nehmen? Ja. Le Schuh, ich wähle dich! Toll, Le Schuh. Siehst du, hier brauchst du halt einen Le Schuh. Oh, der ist schwer. Ja, ist natürlich super. Naja, eigentlich wäre da normalerweise ein Schuh da drunten, aber weil du... Nein, das ist nicht der Schuh. Die Fallen sind doch schon ausgelöst. Warum sollte ich hier einen Schuh verwenden? Da steckt das drin. Le Schuh! Gut gemacht. Komm mit, Le Schuh. Wir schaffen das. Zusammen. Normalerweise muss man hier nur einen Stock benutzen. Le Schuh, kann ich dich nicht mitnehmen? Ja, ich hab Le Schuh. Hallo, wir sind Freunde. Woo! Hä? Le Schuh! Ach, ist er bei mir? Ist das Le Schuh? Nein! Kann ich den Stock nehmen? Ja, nimm den Stock statt. Ich werde alle ermorden! Und aufessen! Wow. Easy, gar kein Problem. Und jetzt ist der Stock natürlich kaputt. War natürlich klar. Oder ist er noch irgendwo? Nee, ne? Hä, ist da wirklich kein Stock mehr jetzt? Da hätte ich jetzt nicht Schuhe, ne? Nee, da werden gleich Schuhe auftauchen, keine Sorge. Ja, nee. Die Schuhe werden wieder auftauchen. Ah, nee, hier sind diese. Laternenzapfen! Was? Weißt du, immer wenn da ist eine große Bedrohung, ich werde zu Franzose. Siehst irgendwas, Franzose. Oui, oui. Le Bombus Maximus. Das ist griechisch, oder? Was? Maximus ist doch griechisch, oder? Oder? Ja. Egal. Ich switch da so ein bisschen. Ich bin ein bisschen multilingual, musst du wissen. Genau. Ich hab einen Kumpel, der griechisch ist. Oh, ja, ja. Ich glaube, wir haben genug. Ja, da kannst du eben wieder davor werfen. Hui. Ich mag das so ein bisschen. Ganz gerne diesen Tannenzapfen. Danke. Easy. Ja, gar kein Problem. Oui, oui. Kann ich da rein? Ich bin ein französischer Postbote. Ein französischer Postbote. Le Postpost. Boah, wie schön das Gras einfach ist, ne? Mhm. Boah. Das sieht wirklich ziemlich hübsch aus. Boah, wäre das kein kleiner Albtraum, wäre ich da jetzt gerne, du. Guck mal, diese ganzen Käfige. Ah, okay, hier habe ich die Demo abgeschlossen, weil ich wollte nicht in das Haus rein. Ich war dann so, nope, 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 nope. Le Dose! Oi. Oh, man kann die Dosen aufnehmen? Das wusste ich nicht. Ja, siehst du mal. Kann ich damit irgendwas machen? Weil ich glaube nicht, dass ich die ins Haus mitnehmen muss, oder? Ja. Kann ich damit irgendwas machen? Irgendwas abwerfen. Das sieht nicht so aus, ne? Ja. Vielleicht braucht man die ja später. Was ist das hier? Gar nichts. Cool. Ich bin voll dabei. Man muss durch das Fenster. Ja, ich versuche trotzdem zuerst alles, weißt du? Also, wenn das Spiel mir in den direkten Weg zeigt, gehe ich meistens zuerst in die andere Richtung. Siehst du? Hat sich gerade ein bisschen bewegt. Das ist nicht sehr signifikant, aber
Es ist was. Es ist was, es ist, weißt du. Okay, da kann ich auch nichts machen. Dann nur rein. Hallo, ich bin der französische Postbote. Oh, guck mal, da ist Esel. Kann ich das essen? Oh. Was ist das, Mira? Als ob ich das wissen würde. Boah, guck mal. Lass Lärm machen. So eine Wurst. Ist das gut, hier Lärm zu machen? Ich bin unsicher. Ich weiß nicht, wie gesagt. Ja, noch ist alles entspannt, weißt du? Ja. Lass ein bisschen was kaputt machen. Randale! Woo! Cool. Mein Gott, Marion. Was ist denn? Guck mal, ein Teekessel. Boah, ich hab Bock auf Tee. Ich hab Tee neben mir stehen, fällt mir gerade auf. Du hast Tee immer neben dir. Randale! Randale! Du hast den Kessel geworfen! Du hast eine Tasse in den Kessel geworfen! Ja, das kann nur die ganz krassen Leute. Hier ist echt Tee drauf. Kann ich den runterschieben oder so? Also ich kann auf jeden Fall mich da was machen. Also ich kann ihn auf jeden Fall festhalten. Kann ich ihn hochheben? Also warum könnte ich das denn festhalten, wenn ich damit nichts machen kann? Macht das Sinn? Mira, was ist soll das? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe hier nicht weitergespielt. Warte, du kannst den Ofen, glaube ich. Kann man den Ofen aufmachen wieder? Man kann den nur zudrücken wieder. Kann man hier vielleicht die Lade aufmachen? Das sieht ein bisschen so aus. Ja, kann man. Auch nicht weiter. Cool. Ich glaube, man kann sie nur kurz aufmachen, damit man, glaube ich, hochklettern kann. Ja, man kann auch hier wieder hochklettern, oder? Ja, dann kann man rüber. Vielleicht ist das da unten ja auch der Noob-Weg, man weiß es nicht. Randale! Wuhu! Hier ist noch eine Flasche, die ist noch ganz. Das sehe ich nicht ein. Hallo! Ich lasse hier nichts ganz, ne? Sehe ich nicht ein. Nö. Also? Ja, kann ich. Oh! Achievement unlocked! Ha! Der Rayon wieder mal! Ha! Was haben wir denn da? Weiß nicht, in Rechtsstand Errungenschaft erhalten. Ich habe nicht gelesen, welches. Weiß nicht, was ist denn da alles drin? Da ist eigentlich voll Essen drin, ne? Ja. Aber es sieht alles nicht mehr ganz so geil aus, ne? Bin mir unsicher. Aber Achievements nehme ich doch eigentlich ganz gerne, ne? Ja. Boah, die Mucke! Oh! Hörst du sie? Ja. Wunderschön. Kein Rückweg mehr, boah, ich hab Bock. Ah, kurz was trinken. Bisschen dick. Weißt du, wenn da schon eine Theekette stand, müssen wir auch einen Schluck Tee nehmen. Also das halte ich für außerordentlich kredibil, weißt du? Ja, das Spiel wird das hinten weitergehen, also gehen wir da nicht weiter. Halte ich für sinnvoll. Oder sollen wir da hinten weitergehen? Ich weiß es nicht. Was bist du? Was bist du? Ein Hut! Wo ist, wo ist das Pausenmenü? Ist das das Pausenmenü? Ja. Ja, und Hüte. Oh! Aber der ist richtig hart hässlich. Egal. Boah, was ist das hier für ein Hut? Das sieht aus wie so eine Panda-Mütze. Sieht aus wie ein Hut. Hier ist so ein Zylinder, so ein richtig schicker Hut. Weil den hätte ich gern, Hut. Sonst den Zylinder hier hätte ich gern, diesen Hut. Da gibt's wirklich einen Postbotenhut, scheinbar auch. Was ist das hier? Oder? Nee, da, guck mal, hier ist so ein Polizeihut, guck mal. Oder Polizeihut halt. Und hier ist so eine Topfpflanze! Guck mal hier! Das ist doch nur ein Pflänzchen. Ja. Hätte ich schon ganz geil, du. So ein lustiges Feature, nehme ich. Guck mal, jetzt habe ich so eine Art Baskenmütze, wie oder? Aus? Ich sehe gerade aus wie so ein Russe. Ja. Eher wie ein Kanadier. Ja, irgendwas von da oben, keine Ahnung, ist alles dasselbe. Nordische. Ja. Kann ich ja noch was machen? Aber jetzt könnt ihr das Gesicht irgendwie noch sehen. Ja, so ein bisschen, ne? Aber so nie wirklich die Augenpartie, ne? Die sind immer verdeckt. Joa, will der auch einen Hut aufziehen? Die müsste so einen Fingerhut aufziehen, damit das ihr passen würde. Guck mal, da oben sind doch Hüte. Kann ich da nicht einen nehmen? Die sind wahrscheinlich viel zu groß, ne?
Ja. Ob es hier noch irgendwas gibt? Kann ich hier die Lade vielleicht noch mal? Ich immer so ein bisschen, ne? Ja, so. Dieses, ja, geht, aber geht eigentlich auch nicht, aber. Nee, hier ist auch zu, hätte ich fast gedacht. Das ist ja schon so ein bisschen spannend, du. Da hier geht's wahrscheinlich dann auch nicht weiter. Natürlich nicht, was habe ich auch erwartet? Also wann wären wir eigentlich mal groß genug sein, um so ein Haus leben zu können? Frage ich mich doch. Zuerst hier hochklettern. Was ich nicht kann. Klar. Oder kann ich das Licht nicht? Boah, schade. Boah, hörst du eigentlich die Mucke? Ja. Geht die Tür jetzt zu, wenn wir da durchgehen? Oh. Eine Treppe! Boah. Oh, guck mal! Was ist das? Wolle? Ist das Wolle? Ja. Hier ist auch so ein Garnknäuel. Vielleicht sind das ja zur Aufmerksamkeit mal nette Leute hier, oder? Guck mal da hinten! Hallo! Ich glaube, man muss den Garnknäuel gegen die Tür werfen. Ach, das ist die Musik, die wir hören. Der spielt doch gerade auf so einer Uhr, oder? Auf so einer Spieluhr, oder? Ja. Ach, das, die Musik soll uns herlocken. Deswegen ist sie auch lauter geworden. Immer. Ah, Garnknoll gegen Holz. Bin mir unsicher. Ja, da dachte ich mir fast. Eine Dose. Das ist keine Dose. Das ist so eine Spindel, ne? So ein Garn. So eine Garnrolle. Ja, hatte ich mir auch gedacht. Okay, warum was Besseres? Boah, ist aber eigentlich schon schön gemacht hier, du. Würde ich leben hier, glaube ich. Also nicht so ganz, aber... Oh! Das benutzen wir! Ja, da sehe ich mich, du. Eieiei. Wir sind jetzt so richtig nordische Holzfäller, weißt du? Ja. Für Valhalla! Ah! Wir sind so richtige Holzfäller. Oh, hab ich ja Bock drauf. Aber bevor wir das machen, muss ich mir natürlich da hinten umgucken. Ich meine, hallo? Ich gehe da nicht in den Raum, nehme das Item, was wir da brauchen, und dann gehe ich wieder. Zuerst laufe ich gegen den Türstock. Ich meine, das sehe ich voll an. Komm ich da hoch? Natürlich komme ich da hoch. Sehe ich hier noch irgendwas? Kann ich hier ein Messer nehmen oder so? Oder was auch immer. Wahrscheinlich nicht, ne? Sieht nicht so aus. Oh. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Schade, schade. Vielleicht unten durch noch? Aus, könnte man da rein. Vielleicht hier durch? Oh, schade. Was hätte sich so gelohnt, dass wir da hinten noch einen kleinen Bereich gemacht hätten mit irgendeiner versteckten Sache? Boah, ja, ist ja klar. Bei der Lampko, ihr könnt mich gerne anschreiben, weißt du? Ich habe da noch Ideen. Okay, ich nehme die Axt. Boah, komm, lass die Tür einschlagen. Ja. Für Valhalla! Ey. Ich komme in Frieden! Sieht gerade nicht so aus, aber glaub mir! Hallo? 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 Ich bin Russe! Und du? Hallo? 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 Oh. Das ist ein toller Dank. Ich bin hier zwar mit einer Axt eingedrungen, aber trotzdem kann man mir vertrauen. Okay, was ist hier? Ist hier noch was? Ist da noch schon ein schöner Haken? Kann man den irgendwie benutzen? Oh ja, kann man tatsächlich. Ob man das muss, weiß ich nicht, aber ich mach's einfach mal. Oh, man muss gleich ein bisschen weiter schwingen. Ich glaube, du kannst die Spieluhr. Naja, machen wir gleich. Ich weiß nicht, ob das so krass viel bringt, was ich hier mache. Nicht so viel. Die Spieluhr. Was passiert, ne? Boah, ich nehme jetzt aber ganz sicher die Axt mit, ne? Ja. Ah,
Boah, hab ich Bock, du. Ach, hier auf die Dose raufhauen, mal gucken, was passiert. Treffen ist noch nicht da. Nicht viel. Ach, das ist ja immer noch keine Dose, ne? Kann ich auf die Spieluhr draufhauen? Passiert dann was? Treffen ist ohne Sache, ne? Zu wenig Wodka! Hä? Okay, ich muss die Spieluhr besser platzieren. Der typische Reiher beschäftigt sich eine Stunde lang mit unsinnigen Dingen. Genau. So, Spieluhr, dein letztes Stündchen hat geschlagen! Aua. Spieluhr schlägt zurück. Weißt du, ich hab ne fette Holzfäller-Axt, komm aber nicht gegen eine scheiß Spieluhr an. Das ist mein Leben. Das beschreibt einfach mein Leben. Hä, denn nicht? Wo geht's denn? Ja, ist auch mein Leben. Wundervoll, Herr. Wundervoll. Ja. Da, wo ist er denn hingegangen, der kleine Fratz? Aber hier ist doch jetzt ein Weg, oder? Ist jetzt hier ein Weg? Ich wundere jetzt immer noch nicht, dass ich da unten durchgehen nicht gehen kann. Das ist voll traurig. Das ist doch voll das perfekte Versteck für ein Secret. Ist mal ehrlich, Bandai. Was ist los? Ihr lässt nach? Vielleicht das hier irgendwie... Aber ich vermisse die Musik irgendwie, ne? Bist du nicht Mira? Ja, schon. Oh. Da drüben ist er ja! Bleib stehen! Ich höre übrigens Laute. Oh shit. Oh. Freunde! Guck mal, Mira! Die sehen nicht so aus, als ob sie am Leben wären. Ja, ist ja tendenziell erstmal nichts Negatives. Ja, passiert. Vielleicht auch. Da ist noch eine Flasche, die ganze ist. Das sehe ich nicht. Nimm das! Cool. Eine Hitbox wie ein Toaster, weißt du? Ah, es ist das Tutorial, dass wir was zusammen machen können. Was machen wir jetzt? Fallen wir uns jetzt in die Arme? Hallo, ich bin der Reiher. Und du? Oh. Hallo, ich bin der Reiher. Ich bin der Postbote. Ja, der mittlerweile russische Postbote. Ich wechsle da immer. Die in Frankreich wollten mich nicht mehr, weißt du? Deswegen bin ich jetzt nach Russland gekommen. In Frankreich wollten mich nicht mehr. Dann wirfst du mich jetzt hoch? Ja. Hey. Und du? Oi! Teamwork! Zusammen wiegen wir nämlich 20 Gramm. Lischuh! Oh, ich höre was. Ich glaube, wir müssen auf Lischuh verzichten. Wie kann ich das? Ich höre was, ich glaube, wir verzichten auf Lischuh. Komm mit, schnell! Ich hör was bewegen. Okay, wir sollen da definitiv nach links, also gehen wir nach rechts. Okay, wir gehen nach links. Ah, Kiste schieben. Verstanden. Ja komm, hilf mir. Das ist so dieses typische zu zweit schieben. Sieht man doch. Jetzt mach doch, du Knödel. Du bist ja doch zu was nütz. Boah, das wird sich aber voll anbieten als Koop, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob Horror-Koop dann immer noch gruselig ist. Das ist halt die Sache, ne? Ich glaube, vielleicht haben sie es deswegen gelassen. Was macht denn die Gurbel hier? Ich glaube, es gibt keine Kurbel, deshalb. Ah, ja, das macht natürlich Sinn. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Kurbel. Ach, die Kurbel ist da oben? Ne, das ist ein Schlüssel. Nee, das ist ein Schlüssel. Ja, ein Schlüssel. Kann ich hier irgendwo hoch, oder? Ich glaube, wir müssen die Kisten öffnen. Ah, die Kisten? Schublade. Meinst du, das ist kein... Du meinst das hier? Du meinst die Lade? Aber da komme ich nicht ran. Ja, nicht. Ah, ach so, er kann mir helfen hier. Ja, komm. Ja, natürlich. Easy, gar kein Problem.
Und jetzt kann ich da unten durch. Guck mal, da oben ist ein Sägeblatt. Das ist ja vertrauenswürdig, Dodo. Ja, ist ja gut. Lebst du? Nee, ich glaube, du lebst nicht, oder? Sieht nicht wirklich lebendig aus. Guck mal, wieder dieses Jahr alle Spiegel kaputt machen. Ja. Gib mir mal dein Ding. Komm. Oh. Ja, so geht's auch. Die sind ausgestopft. Oder entweder ausgestopft oder einfach wirklich Puppen. Also weil. Beides ist nicht gut, weil ich mag nicht wirklich, wenn Puppen wirklich realistisch aussehen. Kann ich da hoch, ist die Frage. Ich kann uns alle stellen. Scheinbar nicht. Was hast du gegen Puppen? Ich habe ja nichts gegen Puppen. Ich habe nur gegen Puppen, die richtig, richtig realistisch aussehen. Ja, willkommen in Little Nightmares 2. Guck mal! Hättest du wenigstens fangen können oder einen Sound einbauen, dass das so klingt wie so ein Ding, wie so ein Metall. Stellt es für uns ein. Das ist ja nett. Kannst du auch Kurbel für uns? Ja! Mein Sklave! Machst du. Ach so. Ich dachte schon, er ist richtig unnötig. Dabei kann er ja doch was. Easy. Gar kein Problem. Was ist jetzt passiert? Hilfe? Hilfe? Bei mir hat das Spiel kurz. Halt, bei mir zeigt das Fatal Error an. Das ist nicht so gut, oder? Ja. Hä, ja, statt aufs Neue, ne? Och Mann! Es hat verdammt nochmal gecrashed! Wieso denn? Ja, Little Nightmare. Ich weiß auch nicht, warum es gecrashed ist. Was ist denn los mit diesem Gulli? Immer diese Spiele, die crashen. Was ist denn los? Das ist doch Release Date, da muss er doch funktionieren. Ja. Wer hält sich denn an Never Play on Patch Day? Das sehe ich nicht ein. Ja. Achso, jetzt muss ich wieder hier Bildschirmaufnahmen und so, ne? Warte. Little Nightmares 2. Little Nightmares 2. Da. 2. Little Nightmares 2. 2 Odo Roloco. Starten. Was? Drei. Weiterspielen! Mal gucken, wie gut die Autospeichermechanik ist. Jetzt stehen wir vor dem Haus. Ja, fast. Hä? Wo hat es denn das letzte Mal gespeichert? Ach, wir sind schon hochgegangen jetzt, oder? Oder sind wir hochgegangen? Nee, ach so, hier sind wir hochgegangen. Ah, ja, ja, okay, jetzt sind wir nicht so weit. Wir müssen nur die Handel holen wieder. Ah, ja. Boah, kannst du ja nicht einfach mal selbst was machen? Du bist ein Scheißsklave, weißt du das eigentlich? Mann. Hör auf, ihn Sklaven zu nennen. Ja, guck ihn dir doch mal an. Also, ich hab so voll meinen russischen Swag, weißt du? Und der so, er sieht aus wie ein Sklave. Sorry. Na gut, dass er wenigstens gut ist, Sklave, und sei schneller hier. Komm, ich brauch dich hier. Komm, her. Hallo, hier. Komm. Ja, das ist fein. Also dafür ist er gut, weißt du? Also diese Diskriminierung. So, der Trulle hier den Arm abreißen. Boah, stell dir vor, du hast bei dir zu Hause so eine richtige lebensgroße Puppe, die so echt aussieht. Boah. Die sitzt immer so an deinem Essenstisch und guckt dir zu, weißt du? Mit so Googly Eyes, weißt du? Das mag ich nicht. Oh. Nein. Boah, da schmeckt das Essen gleich tausendmal besser. Fang! Warte, fang! Boah, diesmal hat es einen Sound gemacht. Ist das ein Zeichen? Positives vielleicht? Ah, weiß ich nicht. Ja. Ja, dreh mal. Oh. Ja, ich bin manchmal ein bisschen dumm. Yeah. Oh. Ah, au. Das war geplant. Ja, weil ich dachte, dass es mir auf den Kopf fällt, oder? Wo ist jetzt der Schlüssel? Hier. Ah, da. Mucke. Cool. Und wo muss das Ding jetzt hin? Habe ich das Ding jetzt aufgenommen, oder? Ja, du hast es genommen.
So habe ich es jetzt in meinem Inventar oder wie? Oder wie ist das? Ja. Okay. Wo muss ich jetzt hin damit? Wahrscheinlich wieder zurück. Ach so, zur einen Tür. Ja. Ciao, Kollege. Eigentlich wollte ich dich retten, aber ich gehe jetzt einfach. Zieh wieder runter. Aber ich guck mich trotzdem um, weißt du? Juki. Ich glaube, jetzt sollte mal gut runtergehen. Also so richtig. Ja. Ist, glaube ich, ein bisschen hoch, so, weißt du? Also, ey, ist es nicht hoch, aber wir sind halt klein wie Scheiße. Und das wäre halt eine andere Relation. Leschu! Ich liebe dich. Oh. Ja gut, Leschu, ich mag dich schon sehr, aber hier ist halt einfach... Ich mach rein jetzt das Ding. Ah. Leschu? Ich nehme jetzt Leschu mit. Ja, Leschu ist ganz... Oh, wir sind draußen! Oh, guck mal, da ist Wäsche! Siehst du das? Und Fußspuren. Und ein Scheißhaus! Riecht das Scheißhaus auf. Ein Scheißhaus! Aber ich will ins Scheißhaus. Ich glaube, du kannst es nicht öffnen. Oh! Dachtest du? Boah, die Koten gehen, ich hab Bock. Was war das? Würde ich auch gerne fragen. Wortwörtlich scheiße. Nee, ich glaube, das war irgendwie. Boah, guck mal, Gold! Das ist Toilettenpapier. Ja, die Inflation, nee, nicht Inflation, Deflation war sehr gut und deswegen ist das jetzt Gold, was so in der heutigen Zeit. Was ist hier noch? Boah, guck mal hier, so ein angepisstes Drecksstück, was noch übrig ist. Oh, lecker. Lecker. Habe ich voll Bock drauf. Das ist eine Toilette. Mal gucken, was der Bewohner sagt, wenn ich hier das Klohäuschen leer räume. Kann ich das aufmachen, ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht. Warum eigentlich nicht? Also ich sehe da jetzt eine verfeuerte Chance. Oh, nee. Ich glaube, weil es keinen wirklichen Punkt hat. So, Leschu hat ausgedient, ich habe jetzt Toilettenpapier. Nicht Leschu, sondern jetzt Le Toilettenpapier. Ja. Oh, ja. Wie komme ich da jetzt hoch? Kollege. Schieben. Achso, das hier schieben. Hey. Ja komm, mach dich nützlich! Sklave! Ja, auf ihn wird auch noch was Sklaven sind. Oh, weiter könnt ihr nicht schieben. Ja, das geht sich aus, ich bin ein krasser Typ. Springen. Ja. Oh, Felle. Ich höre auch so ein komisches Reißen. Hörst du das? Ja, ich glaube Fell wird gerissen. Okay, schleichen. Oh. Oh, hallo. Hallo, hi. Na? Cool. Ja, und der Herz schlägt jetzt noch. Kann ich an dem vorbeischleichen, ist die Frage. Er scheint beschäftigt zu sein. Bei was auch immer. Schnell, komm, Kollege, komm! Ja! Oh shit. Nein! Ah. Oh shit. Oh. Oh, du musst, glaube ich, hinter den Kapitän. Ah! Deswegen ist auch die erste Kiste kaputt gegangen. Ja. Ah, ja gut, das macht Sinn. Ja, ich mache ja schon. Easy, gar kein Problem. Ja komm, tschüss! Easy. Zur nächsten Kiste. Sehr gut. Hier sind keine Kisten mehr. Ah! Versteck dich! Easy. Kiste Chan hat uns beschützt. Ja, der ist auch dumm ein bisschen, ne? Ist der jetzt eigentlich echt oder ist der auch nur eine Puppe? Weil der hat so einen Riss an seiner Schulter, wo so Wolle rauskommt. Das ist wie so eine belebte Puppe, ne? Dein Albtraum wird wahr, Mira. Ja. Finde ich positiv, was? Oh, ihr seid nur so weg.
weiter. Ja, Sklave, ich mach hier das Ding. Zum Handgreifen. Ach, das habe ich bis jetzt noch nie gemacht, oder was? Ja, scheinbar nicht. Ach so, ich muss ihn handgreifen. Ja. Ja, komm. Hand ergreifen, ich will deine Hand ergreifen. Jetzt hopp die wieder hin, ich will deine Hand ergreifen, Sklave! Dann lässt mich nicht mehr seine Hand ergreifen. Doof gelaufen, aber passiert. Schnell, jetzt hol Gras, lass Pokémon fangen! Hohes Gras, sicher! Hallo! Easy, gar kein Problem. Boah, das war schon gut gemacht mit dem Lichteffekt, ne? Ist schon wunderschön. Mit der Unschärfe, boah. Aber wir bleiben so ein bisschen in seinem Schatten. Ne? Guck mal, da vorne ist das Kaninchenloch. Guck mal, da vorne ist das Dachsloch. Das Dackelloch ist da vorne. Das Dackelloch. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin, wenn der Scheinwerfer nicht bei uns ist. Ja, leucht nochmal rüber, alles cool. Jetzt schleichen wir. Oh, schneller. Nein. Oh, so knapp! Wie hat er uns. Weiß ich nicht. Es war sehr knapp. Nochmal. Was machst du denn? Ja, le Vogel. Ja, komm, dreh dich weg. Ja, geh mal ein bisschen schneller hier, was denn los? Stehen bleiben. Ja. Ich bin Profi, musst du wissen. Da müssen wir so ein bisschen weiter vorgehen, weißt du, so das Maximale, so hier. Ich glaube, das ist das Weiteste, was wir gehen können. Also, wenn das nicht schon zu weit raus ist. Mal gucken. Ja, komm, Scheinwerfer, rüber. Ja, ne, geht noch, cool. Jetzt warten wir, bis der Scheinwerfer weg ist und los. Los. Easy. Wie sieht das aus? Easy, gar kein Problem. Oh mein Gott. Hallo. Ja, Versuch. Ach, was ein Amateur, ne? Guck mal, jetzt sind wir in so einem Dackelloch, siehst du? Dachsloch. Ja, das ist dasselbe. Dackel. Deswegen muss ein Dackel aussehen wie eine Wurst. Hast du es verstanden? Ja, ich hab's verstanden. Ja, wir sind wieder raus. Boah, hier Speedrun, ne? Ich glaube, du musst nicht mehr schleichen. Schleichen? Oh ja, gut. Wo waren denn wieder Käfige? Die fangen hier ganz viel Zeug, oder? Ich glaube, das ist zu weit, Kollege. Die Brücke wieder hochziehen, die hängt runter. Ja, kann ich. Kollege, kannst du mal festhalten, damit ich rüberspringen kann? Kollege? Oh. Ja, nu, was bringt mir das jetzt? Kollege, hallo? Kollege Schnürschuh? Kollege. Hallo, ich brauche Hilfe. Kannst du mal was ganz krasses, Schlaues oder so machen? Kuh. Ich muss Kuh. Kuh ist also mein Sklavenruf. Okay, gut. Was macht er jetzt? Ach! Durch die 2 cm Arme komme ich jetzt da an, oder wie? Natürlich. Ich mach's mit Anlauf. Easy. Also dann hätte ich aber ohne Arme geschafft. Jetzt mal sorry, ne? Ja, keine Ahnung. Weil man muss ja so ein bisschen eine Daseinsberechtigung geben. Ich verstehe das schon. Hey. Kann ich da hochklettern? Oder da reingehen? Warte. Kann ich doch. Was? Was ist denn da im Käfig da oben? Ja, gehen wir gucken. Easy. Ist ja dann auch so ein altes Kind zu sein. Runter! Runter! Los!
das Kind ist schon tot. Ja, ist mir doch egal, ich hab Mut. Was? Ist mir doch egal, ich hab Mut. Das Kind ist tot, ist mir doch egal, ich hab Mut. Tolles Zitat, finde ich positiv. Boah, guck mal. Das ist ein Feuerwehr. So ein Regencape, ne? Ja, oder Feuerwehrmann. Boah, das ist halber Bauarbeiter, oder? Nee, das ist wirklich so ein... Das hat so ein bisschen die Farbe von der anderen Trolle da im letzten Spiel. Ja. Boah, ich sehe aus wie so ein Engländer, wie so ein Regenhut. Ich habe meine Nationalität wieder gewechselt. Ich bin jetzt ein englischer Postbote. Du warst erst ein französischer Postbote, dann russischer und jetzt Engländer. You Knoblauch, what I mean? Was? You what I mean? Oh, da vorne ist Kollege Laterne. Ja, ich weiß nicht, ob wir darüber sollen. Leute, hallo, bleib mal stehen! Ah! Oh shit! Oh nö, ist egal. Oh shit, 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 oh shit. Oh nee. Easy, easy, gar kein Problem. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh. Ah! No! Ich dachte, ich muss doch rüber springen zum Loch! Achso, ich muss noch weiter hoch. Achso, ich hätte vielleicht zugucken sollen, wo er langläuft. Hui! Ja, komm, schieß! Easy, kacke mal. Ja. Also im Spiel geht es um Geduld, erst. Ja. Geduld und halt. Ja. Easy. Alter, Reaktionszeit ist ja aber ordentlich am Start. Ja, passiert. Ich hab ein Regencape, ich bin safe. Achso, vielleicht auch rennen, ne? Ja. Naja, das kann man ein bisschen vernachlässigen. Ich weiß nicht, ist das so wichtig? Ich glaube, das wird überdefiniert. Oh, Inle Wasser? Oh, Inle Schlamm. Kann ich nicht einfach ducken? Lass einfach Luft anhalten, das ist eine gute Idee. Bestimmt sterben wir jetzt. Man kann echt die Luft anhalten unter Wasser, weil man dann stirbt dann irgendwann. Na gut, wir gucken mal, was er macht. Wahrscheinlich, wenn er die Laterne her macht, müssen wir untertauchen. Boah, das ist so ein richtiger Gülle-Sumpf, ne? Guck mal, hier ziehen sich sogar die Schlieren, siehst du das? Weil das so güllig ist. Siehst du das? Also in diesem Sumpf ist einfach alles tot. Boah, hier will man eigentlich nicht drin sein, oder? Boah, was ist das für ein Haufen, Mira? Mir liegt ein guter Haufen, ja, bin ich mir sicher, du. Ein bisschen tauchen. Oh, shit. Achso, ich muss näher an dem Ding sein. Ich dachte, das reicht schon, wenn ich nur dahinter bin. Okay, easy. Wo lang muss ich jetzt? Ja, läuft ja eigentlich super, ne? Ja. Also Kleinsein hat halt echt seinen Vorteil, ne? Muss ich den Stamm jetzt echt verwenden? Nö. Der Stamm ist mein Schutzschild. Wieso genau machen wir das jetzt mit dem Stamm? Das hat bestimmt seinen Sinn und Zweck. Oh, das ist jetzt unser Schutzschild. Oh, cool, verstehe. Ja. Bisschen ersticken am Morgen, ne? Boah, ist aber cool gemacht, die Mechanik. Ist sehr viel neuer im Gegensatz zum ersten Teil, ne? Ja. Finde ich positiv. Ja. Hallo. Na? Oh, die werden bestimmt aufgescheucht und dann sind wir wieder am Arsch, weißt du? Die Vögel. Ach Gott, das wird wieder so eine Laufeinlage. Ich sehe da doch jetzt schon. Geh weg, Vögel. Oh, shit. Ja, komm. Easy, gar kein Problem.
Ja, nu? Ja, nu? Rainer? Easy? Mach zu, die Scheiße. Das hält bestimmt super. Oh, wir wehren uns! Ja, wir wehren uns! Und? Feuer! Boah! Das war cool. Alle tot, alle tot. Boah, wir selbst auch tot. Boah, was das für ein Rückschuss für so ein kleines Vieh sein muss. Ja. So eine doppelläufige Schrotflinte. Ich will ihn angucken, ich will sehen, wie er tot ist. Was? Oh, ich dürfe es nicht, okay. Oh. Was eine Zensur. Die sind immer dieser FSK 16 dran, ich verstehe das nicht. Ja, friedlich, ne? Jetzt ist die Welt wieder eine bessere Art. Guck mal, hier so ein schöner, idyllischer See. Ui, wir haben ein Boot. Cool. Ich soll die Elfenskabe? Okay. Wenn ich nicht so ein netter Herr wäre, weißt du? Dann wäre die Welt ein anderer. Boah, guck mal, unser Türschiff. Unsere Schifftür, was auch immer. Boah, guck mal, jetzt schippern wir in den Nebel. Hey, das ist mega idyllisch, ne? Hm. Ist überhaupt nicht gruselig oder irgendwie... Ja, halbwegs. Ja, man sollte es machen, ne? So, ja, guck mal hier, ein großer Tümpel, wo man das Ende nicht sieht. Lass einfach mal in den Nebel fahren auf einer Tür. Weil ich hab Bock zu. Passiert jetzt gerade irgendwas Cooles? Irgendwie eine Seeschlange oder so? Das wäre doch was. Boah, eine Seeschlange hätte ich jetzt Bock, du. Da ist was im Wasser. Eine Flaschenpost vielleicht? Hallo? Flaschenpost? Flaschenpost? Hallo? Flaschenpost? Hallo? Da ist was im Wasser. Leute! Hallo! Wollen wir mal? Flaschenpost, hallo. Wir gehen nicht zur Flaschenpost? Nein? Okay. Ja gut, dann halt nicht. Boah. Hat für Kulturbanausen, ne? Guck mal, da ist auch ein Fernseher. So ein Alter mit Antenne. Da hinten ist auch irgend so ein Mast oder was das auch immer ist. Eine Boje vielleicht oder so. Da vorne ist, oder eine Mikrowelle oder was auch immer. Nee, ist glaube ich ein alter Fernseher, ne? Ja. Sieht aus wie eine Mikrowelle heute und wie ein Fernseher früher. Ja. Ja. Das sagt schon einiges. Früher sah ein Fernseher aus wie Mikrowellen. Will ich wieder aus dem Wasser, aber es könnte auch noch eine Welle sein. Boah, passiert. Weil dieses Grölen. Die Geräusche mag ich nicht. Ich finde es ja eigentlich ganz atmosphärisch. Aber ich sag doch Seeschlange. Boah, wir stehen auf. Wir können laufen. Boah, jetzt kommt Seeschlange. Komm, Seeschlangenshot, los. Kein Seeschlangenshot? Kommt jetzt irgendwas Cooles? Oh, wow. Wow. Die Häuser bewegen sich. Ui, das ist ein bisschen cool. Guck mal, die Häuser bewegen sich. Ist ein bisschen cool, oder? Ich glaube, das ist der Shot aus dem Hauptmenü. Ja. Der Engländer und sein Sklave. Ich sehe geschichtliche Parallelen. Oh nein! Das hier ist Indien, aber in Wirklichkeit sind wir jetzt in Amerika. Ich sehe Parallelen. Na, Rayon! Ich werde das in Allgemeinstädten fucking quotieren. Guck mal da, ein Indianer! Oh mein Gott, Rayon! Ich bin Engländer, gib mir dein Land und alles, was dir lieb und heil... Oh. Ich habe ihn gegessen, ich bin wirklich ein Engländer. Oh mein Gott. Ich bin so traurig, dass wir das nicht aufnehmen, weil oh mein Gott, diese Co. Also ich kann Flashback Recording anmachen, so ist nicht. Über können wir, aber. Ja, soll ich anmachen? Ja klar, aber die kleinen Jokes sind dann wieder weg. Warum denn? Flashback Recording nimmt doch alles auf. Mein OBS ist so eingestellt, dass es immer 5 Stunden rückwirkend aufnimmt, falls mal was Lustiges passiert. Also, oh. Das nennt man ja, das nennt man ja Flashback Recording. Ja, dann. Klar.
Also mein OBS sieht auch mittlerweile aus wie so ein halbes Aufnahmestudio. Willst du mal einen Screenshot von meinem OBS haben, wie das aussieht? Warte mal. Warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Also mein OBS sieht halt nicht so aus, wie OBS aussehen sollte. Guck mal, so sieht mein OBS zum Beispiel aus. Ne? Ist halt komplett voll, ne? Mein Gott. Ja, es ist halt, mein OBS ist halt auf Streamen umgebaut, weißt du? Also in meinem OBS ist der Stream-Chat mit eingearbeitet, also wirklich als Plugin. Ich muss kein Twitch öffnen und so weiter. Ist halt einfach in OBS eingebaut, weißt du? Mit allen Szenen und alles, mit allen Anzeigen. Ich kann in OBS meinen Stream-Titel vor Twitch umstellen und meine Kategorie ändern und so einen Scheiß. Ah, ja. Aber das nützt uns jetzt ja nicht viel, weil wir nicht streamen. Also, ne? Ja. Wollen wir weitermachen? Eigentlich schon, ne? Ja. So, Little Nightmares, die zweite. Weiter. So, wir gucken uns erstmal um. Sind hier noch welche Indianer? Guck mal, da ist noch eine andere Tür. Boah, wir werden immer kleiner, siehst du das? Bald sind wir nur noch ein Frame in der Ferne. Na gut, die geht aber nicht lang. Scheint nicht richtig zu sein, was ich hier mache. Aber ich mag es, wie sich die Häuser bewegen, ne? Also es sieht nicht richtig aus, aber es ist schon ein bisschen hübsch. Gehen wir mal die Tür, die fünfmal größer ist wie wir. Da habe ich Bock zu. Achievement. Ich glaube, das ist ein Achievement, was man sowieso bekommt. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Oi, wie bringen wir dem Spieler dazu, nicht mehr zurückzugehen? Ach, lass den Weg versperren. Cool. Hallo, geht's dir gut? Nein? Sieht nicht so aus. Da hat es worin hängst du? Eine Autotür oder was ist das? In das was hängt? Das ist kein Fernseher. Das ist ein Fernseher? Ja, das ist ein Fernseher. Die hatten recht, Fernseher ist ungesund. Na, guck ihn dir an. Den hat's umgebracht. Ungesund. Ja, der hat's nicht überlebt. Vor allem, das sieht so aus. Boah! Aus dem ersten Teil. Der Anfang. Boah, guck dir mal die Straße an, ich liebe es! Das sieht wirklich richtig cool aus. Boah, das ist so richtig. Die Grafik ist eine der besten Sachen hier. Das ist so ein bisschen so düstere Fantasy-Mittelalter-Setting-Ding. So ein bisschen Bloodborne-mäßig, weißt du? So viktorianisch, weißt du? Ja, eher so. Jetzt sag ich doch so Bloodborne-mäßig. Bloodborne ist auch viktorianisch, oder war das nicht so? Ja. Leschu! Ich hab ihn wieder. Oh nee, sorry, da drüben ist Leklopopapier. Leklopopapier. Leklopapier. Ich will Leklopapier haben. Leklopapier, bleib hier. Nein! Ach, okay, ich hab's wieder. So, jetzt kann nichts mehr schief gehen. So, bevor ich in das Fenster reingehe, in das große, gehe ich hier rüber. Weil da kann man bestimmt nicht weiter, oder? Ich kann ja bestimmt nicht weiter. Ich werde wahrscheinlich wieder gleich nur noch so ein Frame in der Ferne sein, ne? Ist das so? Ja, nee, wir können hier weitergehen. Noch kann man weitergehen. Ja, noch ist okay. Und vorne ist auch ein Abgrund, weißt du? Oh, wie trennen wir die Straße? Ja, lass eine Schlucht hinbauen. Ja, so geht das auch. Naja, es passt eigentlich mit der Atmosphäre, dass eine Schlucht wahrscheinlich dort wäre. Ja, passiert. Kann ich die Tür hier denn aufmachen? Wahrscheinlich können wir keine Türen. Ja, ist okay. Treppen! Rayon. Ja, ich hab das Prinzip von Treppen noch nicht ganz so verstanden. Kann ich den hier rein? Sieht auch so ein bisschen aus, aber da ist noch eine Scheibe vorne. Sieht so ein Schaufenster, guck mal. Ja. Davor die Fleischerhaken. Oh, ja. Hallo! Ich bin der Neue. Das ist einfach nur Anzüge. Das ist wie so eine Bar, weißt du? Da oben ist ein Hut, krieg ich den? Wahrscheinlich nicht, ne? Komm ich da hoch hin? Vielleicht? Oder? Sklave, komm mal her. Hoi! Kannst du mich mal hier hochdingsen? Ich nehm dich jetzt mit. Guck mal, ich schleuder dich jetzt, warte. Hoi, hoi. Warte, ich will dich schleudern, komm. Woohoo!
Okay. Kannst du mich mal hier hochdingsen? Hallo. Ryan. Ja, komm mal hey, jetzt hier. Hey. Ja, ich will da hoch auf dem Tisch, ohne Scheiß. Da ist noch Zeug, was noch ganz ist. Oh, ich kann hoch! Sehr gut. Ja, du kannst selbst hochklettern. Nee, ich kann da nicht hochklettern. Ich kann mich nur festhalten. Was, die behinderte Kacke? Ich glaube nicht dort. Ich glaube, du musst bei einer anderen. Okay, ja, bei wem denn? Bei wem denn, Mira? Vielleicht kommen wir da später noch hin. Man weiß es nicht. Aber ich will eigentlich jetzt sein. Le Schuh. Ja. Die Hose. Hier ist alles. Eine Hose. Oh. Ich, ich komme von der anderen Seite daran. Man weiß es nicht. Man könnte mal gucken, ne? Hm. Kann ich da hinter die Bar laufen? Ne, natürlich nicht. Kannst du mich so da hochdingsen? Einfach so hier oder so? Boah, das ist ja schon hart traurig, dass ich da nicht hochkomme. Ne? Das sind Hüte und alles. Ich hätte gerne den Hut. Also wirklich. Kann ich da hoch? Wieso kann ich mich da nicht hochziehen? Jetzt mal ohne Witz. Wieso nicht? Vielleicht hier. Ich hab auch keine Ahnung. Nö. Boah. Das ist ja meine Limitierung hier. Boah. Natürlich ist da ein Loch in der Tür. Komm ich hier durch? Ja, cool. Oi. Ist ja wunderschön. Oh, ist wieder so ein Fernsehding. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an den ersten Teil. Das ist jetzt so ein bisschen Atmosphäre aus dem ersten Teil. Da war ja auch mit viel Fernsehen, weißt du? Ja. So, ich brauch dich wieder, Kollege. Mach mal hier hoch. Ich sollte nicht Kollege nennen. Das wertet ihn so ein bisschen auf. Ich muss bei Sklave bleiben. Ich bin Engländer, okay? Ich habe meine Prinzipien. So, war das hier? Muss ich an den Haken? Oder an die ich muss mich in die Schlinge hängen. Gut, dann gehen wir uns erst nach rechts. Ja gut, ich mach ja schon. Boah. Hui. Oh, cool. Ich glaube, ich muss ihm helfen oder so. Kann das sein? Er hat mich gerade gerufen. Kann das sein? Ist es eigentlich ein Sie oder ein Er? Ich komme hier nicht wieder hoch. Es tut mir leid. Kann ich da runterlaufen? Da sterbe ich doch bestimmt, oder? Ja, wo bist du denn? Kann ich hier runter oder sterbe ich dann? Ah, ich sterbe dann. Okay, gut. Boah, was? Wo muss ich denn dem Kollegen jetzt hochhelfen? Er ruft mich doch irgendwo. Kann ich hier hinten auch? Sieht aus wie so eine Treppe. Also ich kann hier auf jeden Fall rumklettern, aber so bringen tut's mir. Ja, ich höre dich doch! Aber was bringt es dich denn, wenn ich dich höre? Kann ich in dieses Ding da reingehen? Boah, hörst du, wie er mich ruft? Mira? Mira, bist du noch da? Hallo? Ja, ich höre dich doch, aber ich komme nicht zu dir. Das ist das Problem. Hm. Kann ich das Ding hier runterschieben? Wahrscheinlich, ne? Hm. Oh. Ja, okay, das ist das erste Mal jetzt ein Rätsel heute, das, was ich nicht so nicht verstehe. Cool. Man könnte theoretisch. Also die Schlinge wäre so eine Sache, das wäre logisch, aber. Obwohl, vielleicht komme ich mit der Schlinge darüber. Mal gucken. Aber das glaube ich halt auch nicht. Meine Mutter hat mich gerade angerufen in einen richtig, richtig scheiß Moment. Welchen scheiß Moment? Ja, jetzt. Ah, hallo. Sie hat mich davor gerade angerufen. Oh, ich kann. Ah! Ach, oh, ich kann das so treten und dann fällt das runter und dann geht die Schlinge vielleicht hoch. Jetzt habe ich es verstanden, das Rätsel. Ich habe das Rätsel verstanden. Ja, ich komme ja gleich. Boah, der hat aber auch Aufmerksamkeitsdefizite, ne? Nur weil ich einmal alleine Abenteuer erlebe, weißt du? Und schon ist der Sklave eifersüchtig. Hörst du, wie er ruft? Ja. Hui, und ho! Das hat bestimmt niemand gehört. Ich meine, warum auch? Easy, gar kein Problem. Das war ziemlich knapp.
Ja, ich. Spannungskurve, hallo! Hier holen wir ihn hoch, oder wie? Ja, ich komme ja schon. So, hast dich dran gehangen? Ach, du stehst schon drauf, okay. Also du weißt, das kommt. Was bist du sogar höher als ich? Ich fühle mich jetzt echt diskriminiert. Ein bisschen zu hoch. Ein bisschen zu hoch. Ja, dann hättest du mal, wärst du mal jetzt hier rechtzeitig abgesprungen. Aber ich komme auch zu dir, das ist kein Problem. Ein bisschen zu hoch, mein Freund. Sag doch, das Spiel wäre ein guter Koop-Ding, aber ich glaube, das wäre nicht mehr ganz so gruselig, glaube ich. Ach, das ist wieder dieses Ding, wo dein 30 Zentimeter Arm den Unterschied ausmacht. Hab verstanden. Aber da kann aber auch weit springen, ne? Ja. Ab zu Olympia mit dem Postboden. Dem multinationalen Postboden. Ja, momentan Engländer. Momentan. Okay, wir sollen nach rechts, also gehen wir nach links. Achso, von hier ist der Dulli gekommen, ne? Ui, guck mal, den dürfen wir wieder aufsaugen. Meine dunkle Seite. Ich bin wieder meinem Engländer treu gewesen. Hast du gesehen? Cool, ne? Na, jetzt können wir nach rechts. Hier drauf. Ui. Das ist Präzision, ne? Mhm. Steuerung ist aber auch besser wie im ersten Teil, das Gefühl. Die ist präziser. Nicht so schwammig. Kollege, du hast deine Schuhe verloren. Kollege, du hast nicht mal einen Körper, es sind nur Kleidung. Nur die Schuhe. Ich achte auf die wichtigen Dinge, weißt du? Komm ich hier durch? Ja, natürlich. Ja. Die Fernsehszene ist zurück! Cool. Ich kann was kaputt machen. Ich werde dagegen ankämpfen, gegen das Licht. Ich bin für grenzenlose Dunkelheit. Ich kann ihn nicht ausschalten, oder? Oh. Zum Einstellen der Sendung. Ich kann meine Hand auf den Fernseher legen und den Sender einstellen. Ernsthaft? Scheinbar. Und? Ah! Boah, heftig. Und? Und? Komm, streng dich an! Ja, wird nicht so wirklich, ne? Oder? Ist vielleicht so? Versuchen wir es mal so. Ja. Hm, so vielleicht. Warte, ne? Nee, auch nicht. Okay. Ich hab keine Ahnung, was du tust. Und? Ja, das funktioniert. Oh, gut! Aber. Oh, was? 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 Bitte was? Was? Bitte? Im Fernseher! Was? What the f. Also ist ja nicht so, als wären wir im kleinen Albtraum Nummer 2, aber jetzt sind wir auch noch in dem Fernseher und jetzt. Die Wände bewegen sich, ich find's gut. Das war jetzt irgendwie ein bisschen cooler Moment, ich weiß auch nicht. Es ist schon wirklich ein cooler Moment. Oh Gott, da ist das Auge. Ui! Das muss am Anfang gesehen haben. Ja! Hallo! Oh. Ja, so kann man auch einen Fernseher ausschalten. Was ist denn das für eine ganze Sequenz? Ja, die haben halt einen Fernseher ausgeschaltet. Machst du das etwa anders? Nein, nein. Ich glaube, so schaltet niemand den Fernseher aus. Boah, mir fällt doch gerade auf, mir gefällt voll unser Outfit, dieser Mantel. Ja, dieser Mantel ist cool. Ich habe ja letztens Carnival Row geguckt und da laufen alle mit so einem geilen Mantel rum. Das ist voll mein Ding, ne? Ja, ich mag solche Mäntel. Wenn er nicht so dreckig wäre. Hallo! Ja, ist aber auch alles Müll, ne? Ist ja nichts Neues. Oh, wieder so eine geile Straße mit so einer Schlucht. Natürlich, was auch sonst. Ja, okay, wir müssen da hoch. Ja, ich mach ja gleich. Jetzt gucken wir uns um. Kann ich meinen Mülleimer irgendwas machen? Wahrscheinlich ja nicht, aber ich guck trotzdem. Kann ich vielleicht den Sack hier benutzen? Kann man da irgendwas rausziehen? Das sieht ein bisschen sauer aus. Nee, natürlich nicht. Da hinten vielleicht noch irgendwas machen. Ran, kleiner. Oder kleiner. Wir wissen immer noch nicht,
Ich glaube, die ist weiblich. Six war weiblich, aber ich weiß nicht, ob wir Six sind. Ja, das ist die Frage. Ich denke nicht, dass wir Six sind. Ja, das weiß ich. Weil dieser Charakter hat andere Kräfte als Six. Aber für das Spiel ist es ja scheiße irrelevant, welchen Namen wir tragen. Was war auch im ersten Teil. Ich habe den ganzen ersten Teil gespielt, ohne überhaupt zu wissen, dass es diesen Namen gibt. Und das hat mich auch nicht gestört. Ja. Also von dem her. Uns entgeht, glaube ich, nichts. Naja, es wurde gesagt, dass Six keinen wirklichen, sage ich mal. Man kann das bewegen, ne? Wurde nicht spezifisch gesagt, ob es ein Mädchen oder ein Junge war, aber dann haben sie als sie bezeichnet. Ja. Durch das Loch kriechen. Ja. Boah, das sieht ein bisschen aus wie eine Schule, ne? So eine Schule? Das ist eine Schule. Boah, ich will wippen! Komm her, mein neuer Sklave, Freund! Wir will wippen. Kollege, wir will wippen! Ich will jetzt aber wirklich wippen, du! Geht das runter? Natürlich. Easy. Boah, die Schaukel! Das ist eine ziemlich kleine Schaukel. Als wäre das wirklich für Kinder wäre, ne? Ja. Vielleicht ist das auch wirklich für Kinder. Vielleicht ist das so eine Kinderschule. Wer kennt sie nicht? Die Kinderschule. Die Kinderschule! Wenn es schon in der Schule schon keine Kinder sind, scheinbar. Ja, nee. Ich glaube, ich sehe da hinten schon wieder so wieder Sklaven, die ich aufnehmen kann. Ich sehe da Schemen, siehst du das? Kann ich die aufsaugen, oder was ist das? Oder ist das so ein Schrottteil? Kann ich die euch aufsaugen? Die kann ich aufsaugen, du wabbelst so komisch, oder? Wie auch nicht so komplett Schwarzfäre kurz hast, wie so eine, keine Ahnung. Ja. Boah, ich bin ein richtiger Dämon, ich sauge die auf. Was denn? Unser kleiner Freund geht scheinbar in eine spezifische Richtung. Oh, müssen wir wieder durch den gehen? Oder was? Wie fährst du? Durch das Sunset schon wieder. Wahrscheinlich. Das ist wahr. Also ich würde halt einfach durch die Tür gehen, so ist es nicht, ne? Dann mal würde ich die Tür gerne mal anklopfen. Wenn das eine Kinderschule ist, dann dürfen da doch Kinder rein, oder? Das ist nicht so, oder? Nee, was hab ich auch erwartet? Was hast du erwartet von dir? Guck mal, hier ist so ein Tor. Ist das so ein typisch schulisches ohne Netz? Das hat kein Netz. Okay, genau, typisch Schule. Hier ist ein Strick. Typisch Schule ohne Netz. Ja, Alter, welche Schule hat denn bitte ein Netz bei seinem Tor? Kann ich da nicht rauf? Echt nicht? Wieso hängt? Ja, ich glaube, man kann. Wieso hängt hier ein Strick, weil ich da nicht dran kann? Jetzt mal ernsthaft? Oh, ach so, einfach nicht springen. Okay. Rapunzel, lass dein Laken herab. Hallo, Fräulein. Hallo, ich bin der Rayon. Engländischer Postbude. Ich glaube, es heißt nicht Engländischer, es heißt Englischer, oder? Ja. Oh, warte. Ich komme gleich wieder. Ein Paket ist angekommen. Ui. Pakete. Rucksäcke. Boah, das gefällt mir so gut, ne? Obwohl ich mir ganz gerade unsicher bin, ob das wirklich eine Schule ist. Aber es sieht aus wie eine Schule. Ja, und wenn ich ein Klassenzimmer sehe, weiß ich, dass es eine Schule ist. Hier ist ein Lichtschalter oder was auch immer für ein Schalter. Wahrscheinlich Lichtschalter. Ui. Also, wenn das eine Schule ist, dann eine Schule für die etwas anderen Dinge. Wieso haben die alle keine Augen? Ich finde das nicht gut. Ich geh mal weiter ohne diesen Lichtschalter. Mal gucken, was passiert. Man weiß es ja nicht. Wenn ich irgendwie links, rechts lang. Da ist auf jeden Fall eine Tür offen. Weißt du? Wenn die Tür offen ist, dann gehen wir da doch mal hin. Hallo? Hallo? Betten! Boah, also Stockbetten mal ganz anders, weißt du? Normalerweise kennt man ja diese Stockbetten, die so 2 hoch sind und die sind zu 4 hoch. Muss ja ein bisschen grotesker sein, weißt du? Wir müssen ja unseren Gruselauftrag hier erfüllen. Boah, schon Spielklötzchen. Oh, ich hab's geliebt im ersten Teil, diesen Part, wo man so in so Kinderzimmern war. Auch mit dem Zug und so weiter. Boah, das war schön. Kann ich mit dem Klötzchen hier irgendwas machen? Wenn ich im Licht habe, sehe ich auch keine Zahlen mehr oder so. Oh, jetzt habe ich sie aus dem Bild geworfen, die Klötzchen. Oh ne, ich kann hinlaufen. Okay, gut. Kann ich hier hoch, so theoretisch. Hui. Ich kann hier hoch. Oh, ich hab einen Teddy. Oder was immer das ist. Das ist so ein richtig abgefranstes Ding. Bin mir unsicher. Oh. Ich wollte es nicht kaputt machen. Aber es ist passiert.
Kann ich hier hoch? Nein. Ich glaube, hier kann ich nicht sonderlich viel mehr machen, oder? Und hier vielleicht? Hier ist noch so eine Puppe. Weg damit. Kann ich hier irgendwo... Kann ich das hier rausziehen? Warte. Okay, hier kann ich hoch. Aber hier kann ich nicht weiter hoch. Ich kann hier nur hoch, hoch, hoch und dann... Also ich kann mich hier an jeder Ecke festhalten, aber es bringt mir halt einfach nichts. Das verwirrt mich voll. Wieso kann ich mich denn an Ecken festhalten, wenn mir das am Ende nichts bringt? Irgendwie verwirrt mich das. Also ich kann mich hier zwar beim Bett festhalten, aber ich kann mich nicht ins Bett reinziehen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwann möglich sein wird. Das macht mich traurig. Kann ich den Koffer hier unten rausziehen? Nein. Aber so viele Mechanik in diesem ersten Teil gab es hier nicht. Und das verwirrt mich. Kann ich die Tasche öffnen? Dieser Raum kann doch nicht für gar nichts sein. Jetzt aber, also mal ehrlich. Das würde mich traurig machen, wenn der Raum hier für gar nichts wäre. Weil da oben ist sogar eine Säge im Koffer. Warum auch immer eine Säge im Koffer ist, aber da ist eine Säge im Koffer. Jetzt mal ehrlich, dieser Raum hier kann nicht für gar nichts sein. Das würde mich extrem traurig machen. DHL ist ein wunderschönes Service. Wieso? Das meinte ich sarkastisch. Dieser Raum macht mich traurig, Mira. Oh. Hier ist so viel, aber ich kann hier nichts machen. Oh. Achso. Also ich finde es auch voll irritierend, habe ich gerade schon gesagt, dass man sich überall festhalten kann, wie hier zum Beispiel. Aber es bringt halt einfach nichts, weil man sich nicht hochziehen kann. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber hier gibt es so Spielklötzchen, guck mal. Ja, es ist wahrscheinlich auch ein Kinderraum. Oder hier schon eine Puppe. Wie pädagogisch wertvoll diese Puppe ist, bin ich mir zwar nicht sicher, aber es ist da. Also natürlich müssen hier 4 stockhohe Betten sein, weißt du? Anders wäre es ja nicht ungewöhnlich genug. Warte mal. Kann ich die Tür weiter aufschieben und bringt mir das was? Sklave, geh mal aus dem Weg. Er steht einfach an der Tür, so richtig so. Bringt mir das, was ist die Frage? Sieht nicht wirklich so aus. Ja gut, dann gehen wir mal wieder, ne? Dann gehen wir mal wieder. Dann müssen wir unseren Speedrun weiter vorführen. Oder war das sogar der Weg da drin? Weil wenn ja, dann wüsste ich nicht, wo es da drin weitergeht. Okay, mir fällt gerade ein, warum wir da nicht weiterkommen. Kann es sein, dass wir jetzt erst den Schalter betätigen müssen? Ist ein Plan, oder? Ja. Licht aus! Und jetzt kommen wir weiter, weil das Licht aus ist? Da würde mich jetzt hart wundern. Also hier drin ist das Licht ja jetzt nicht aus. Ja, mach mal. Na, hier drin hat sich ja nichts verändert, ne? Nicht wirklich. Ich kann mich immer noch nicht hochziehen. Verwirrt mich jetzt so ein bisschen. Kenne mich jetzt nicht so komplett aus. Okay, gucken wir uns nochmal um. Oh! Da ist Licht durch die Löcher von dem Bild. Heißt das Licht? Siehst du nicht? Ja, sehe ich. Als wenn die Augen so Löcher wären, wo Licht durchkommt. Heißt das, ich kann da hoch? Oder irgendwie da hoch oder was auch immer? Scheinbar nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Kollege, mach du mal was. Hi! Also jetzt sehe ich, dass dahinter was ist. Okay. Das heißt, ich muss hinter einem Bild weiter, würde ich mal interpretieren, ne? Ja. Die Sache ist... Wie? Wahrscheinlich irgendwas hinschieben zuerst, oder? Ist das eine Idee? Okay, wir gucken nochmal ganz genau. Vielleicht ist hier irgendwo anders auch noch dieses Licht. Wir gucken uns mal die Gänge nochmal genauer an. Na, hier sind wir ja reingekommen. Ja. Also, ich glaube, wir müssen irgendwie durch dieses Bild durch.
Wie ist die Frage, die uns alle stellen? Vielleicht irgendwas hinschieben oder so. Vielleicht hier drin. Aber was willst du denn von hier drin nehmen zum Hinschieben? Ich meine, hier kannst du nichts schieben, oder? Hochklettern kann ich auch nehmen. Vielleicht den Koffer nehmen. Aber das habe ich mich vorher schon beschwert, dass man den nicht nehmen kann. Nö. Nö, nö, nö. Ja gut, das verwirrt mich jetzt, ne? Ja. Aber ist auch spannend. Kann ich denn bei dieser Tür wirklich nichts machen? Also wirklich gar nichts. Nee, gar nicht. Vielleicht hier die Dinge aufmachen. Kann ich vielleicht einfach irgendwas nehmen und da drauf werfen auf das Bild und dann geht das auf? Vielleicht. Eine Dose? Warum kann er nicht auch mal was in die Hand nehmen und mitnehmen, dass wir immer was dabei haben? Das wäre doch mal positiv schon. Kann mit dem Ding eigentlich rennen? Also ein bisschen. Ich stelle mich in den Lichtstrahl und... Oh, ja! Oh. Boah, Detective Ryan, das ist ja gar kein Problem hier. Ui, hier war jemand länger drin. Hm? In der Tür so ein kleines privates Folterkabinett hinterm Bild. Ein bisschen, ne? Kann ich die Säge nehmen? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Okay, hier geht's runter, das sehe ich doch. Lass mich rein! Ja, hilf mir, Sklave, los! Sehr gut! Und... Ah, easy getappt. Ha! Kein Rätsel zu schwer für uns. Also wir sind so klein, wir passen perfekt in den Fußboden. Manchmal müssen wir uns ducken, aber das ist okay. Weil ich will mal wieder einen neuen Hut haben, ne? Achso, keine Ahnung. Ich komme langsam raus aus meiner englischen Etikette. Ich brauche mal wieder einen Tapetenwechsel, weißt du? Okay, in dem Pfostenlauf ist auch oft nicht so ganz das Wahre, ne? Manchmal muss man auch mal nicht gegen die Wand laufen. Manchmal hilft das. Was ist denn das hier für ein geiles Loch? Komm ich da rein? Hm? In den Lüftungsschacht. Und jetzt in den 14. Stock. Was? Der Postbote und Detektiv Ryan. Yay. Oh. Das klang cool. Ich kann nicht interpretieren, was das war. Oh, bitte was? Ich mag das Geräusch gar nicht. Hey. Kann ich mit dem Eimer irgendwas machen? Scheinbar nicht. Okay, wir gehen zuerst in die andere Richtung. Ich meine, was soll schon passieren? Ja gut, der kommt da doch eh nicht mehr aus. Der ist da reingegangen und ist jetzt da drin. Ich glaube, hier ist nichts, oder? Doch. Kollege, kannst du ja kommen? Hi. Hi. Das hört sich so an wie ein Tammy. Hi. Ja, so ein bisschen, ne? Nur so ein bisschen flüsternder. Ja, und viel weniger... Viel weicher. Halt. Ja. Hi. I'm Tammy. So, was kann man denn hier jetzt machen? Halt einfach mal weitergehen, oder? Oh, was, wenn man hier nichts aufmachen kann? Kollege, hilf mir mal. Boah, wenn man sich hier überhaupt festhalten kann, aber es bringt halt einfach nichts, weißt du? Das finde ich irgendwie verwirrend. Also für mich bedeutet, wenn man sich festhalten kann, dass man da lang kann, oder dass man jemanden mehr machen kann. Ah, Fallen, das gab's ja auch. Cool. Hab's verstanden, ja. Ah, ja, ich passe doch mal wieder besser auf. Hab verstanden. Lass mal hier hinten lang gehen. Boah, hätte ich das gefeiert, wenn ihr es gegen den Kopf bekommen hättet, ne? Ich hätte gejubelt. Warum eigentlich?
Schnurrer. Ja, komm, nimm den Ball. Boah, jetzt haben wir einen Ball, ist doch nett. Bei der Form ist bestimmt auch was. Ein Ball? Sieht hier noch was, oder? Ich will den Ball mitnehmen. Da war was! Aber das war auf unserer Größe. Ich kann den Ball nicht mitnehmen. Das war traurig. Immer diese Diskriminierung, dass man den Freunde nicht mitnehmen darf. Ich darf nur meinen Sklaven dabei haben. Hallo. Mein Gott, Ryan. Mein Gott. Nein! Ich war doch schon raus! Ich war doch schon weg da! Mann! Okay, wieder auf Fallnachten, okay. Nicht nur blind drauf los erforschen, sondern auch auf Fallnachten. Okay, hab's verstanden. So, löse aus die Kacke. Ich glaube. Alles abreihen. Naja, ich dachte schon. Hey, hey. Ach, gar kein Problem. Also, das sind alles Rookie-Fallen, das, ne. Da hinten sind Leute. Kinder. Das sind unsere. Nicht unsere Kinder, aber. Das weißt du, was ich meine. Ja. Einer von uns. Ja. Verkackt. Was ist das? Würstchen. Die fressen aber auch immer Würstchen, ne? Natürlich machst du das zu und gehst weg. War doch klar. Das ist wieder so ein Ding, wo man wieder nicht weiter kann, ne? Ist das so ein Ding? Scheinbar. Ich mag diese leeren Räume nicht. Weil es im ersten Teil war wenigstens noch, dass du irgendein Achievement bekommen hast. Oder wenigstens, keine Ahnung, vielleicht so eine Laterne anzünden konntest. Oder so einen kleinen Minion gefunden hast oder so. Aber hier irgendwie nicht. Boah, da hängt so viel auf der Decke, ne? Das macht mich nervös. So ein bisschen. Aber scheint nichts zu passieren hier. Hätte ich jetzt zur Abwechslung mal nett hier, das kann doch sein. Jopp, Abwechslung mal nett, klar. Ist dahinter war doch auch noch was, oder? Was ist das? Schneeschuh, was ist das? Ah, so ein Stopftier. Hallo, ich bin der Ryan. Ach, so einer ist der Theorie. Hä, was war das denn? Achso, das ist so ein Ding, was auf der Decke hängt. Guck mal, was dieser Schatten. Kann ich hier hoch? Natürlich nicht. Das wäre, weißt du, normalerweise kann das Ding 20 Meter weit springen. Aber wenn das nicht soll, dann halt nicht, ne? Ja, Game Design, ich liebe das. Ja, toll. Boah, hier bestimmt. Ja, ich weiß schon, hier passiert bestimmt wieder Kacke. Ich sehe das doch. Ich geh mal schön am Rand. So eine Ratterente! Ja, geh du mal vor. Geh du zur Ratterente. Musst du nicht vorgehen? Oh, also perspektivisch hätte mich das gar nicht treffen dürfen. Jetzt mal ernsthaft. Die verarschen? Ich war hier doch in der Ecke. Perspektivisch hätte mich das nicht treffen dürfen. Na gut, vielleicht war ich auch ganz knapp nicht in der Ecke. Man weiß es nicht. Hey, ich will das Ding da drunter. Hallo. Och. Macht das einen Sound, wenn ich es werfe, Mira? Das Ding ist kaputt. Ja, ich komme ja schon. Was machst du denn für einen Stress? Du bist hier der Sklave. Aber der verkennt seine Rolle, ne? Komm, guck mal, hier sind Würstchen, hat jemand gegessen. Boah. Hier ist noch was ganz, das finde ich nicht gut. Kann ich nicht unterstützen. Das geht nicht kaputt! Es ist das heilige Glas. Es ist das heilige Glas. So. Boah, hier passiert bestimmt. Hä, das sind Lehschuhe in unserer Größe! Oh, das sagt schon einiges. Boah, hier sind echt Kinder, kann das sein? Kann es sein, dass es in dieser Welt Kinder gibt? Ja. Ja, also wir wissen, dass es sie gibt, aber... Wir haben sie gefunden. Boah, hier passiert doch bestimmt gleich wieder was. Ich sehe das doch. Da vorne ist ein Axt oder ein Hammer, ich will's haben. Kann ich die Seite nehmen? Oh! Ein Lickit! Ja, was? Bitte was? Das sind kaputte Kinder.
Das waren kaputte Kinder. Ja, und die haben... Oder Puppenkinder. Gerade frage ich mich, haben wir auch nichts im Kopf? Ich will auf das Kind hauen. Rache! Boah! Hammer rein. Oi, die hauen dir. Alter, das ist irgendwie aggressiv, war es der erste Teil, oder? Das sehe nur ich dann so. Ja. Hast du das Lachen? Die konnten ja vorher nicht zurückschlagen, normalerweise. Also, sag ich. Nein, die Sachen haben sie geändert. Komm her, Pinocchio! Oh, shit! Oh! Oh nein, okay. Okay, trotzdem noch oft auf Ding achten, was. Aber Pinocchio fand ich auch gerade gut. Komm auf, Pinocchio! So, wir töten jetzt die ganzen Pinocchios. Auf deinen Kopf! Uns richtige Porzellanköppe. So, hier werfen wir noch kurz was. Kann ich das? Ah, kann ich es noch fallen lassen? Ja, kann. Das löst es nicht aus. Okay. Und was löst es aus? Achso, ich kann es herlocken. Okay, gut. Ja, komm. Oh, shit. Ja! Oh! Sehr gut! Ja! Eieiei, so funktioniert das. Sehr gut. Tja, das hast du doch vom Pinocchio. Ah, ich fühle mich gut. Ich fühle mich gut. Ha! Nein! Muss ich meinen Hammer liegen lassen? Muss ich den Hammer liegen lassen? Scheinbar, ne? Oh. Jetzt kann ich mich doch gar nicht mehr wehren. Wobei, passiert doch bestimmt gleich wieder was, oder? Das Ding fällt doch rum, ich sehe das doch. Nein? Ach, das kann ich bestimmt aufmachen, oder? Diesmal kann ich es aufmachen, oder? Ja. Kann ich die Slingshot da oben benutzen? Hallo, bleib mal offen. Hallo, Kollege. Da. Die Tür ist aber auch anstrengend, ne? Ich hab selten so eine anstrengende Tür gesehen. Was bringt mir das jetzt genau, so im Gesamten? Gar nichts, ne? Echt, das bringt mir echt nichts hier? Das ist halt so ein bisschen traurig. Also man hat halt so viel Funktion und freut sich dann, dass es geht. Aber man kriegt dann irgendwie kein Erfolgserlebnis. Das finde ich nicht so gut eigentlich. Hier fehlt uns wieder eine Kurbel. Ich höre auch, glaube ich, schon den Kurbel. So, hier können wir wieder was aufmachen, aber bringt wieder wahrscheinlich nichts. Oh ja, aber wir haben Klopapier. Aber wir können da nichts machen, weißt du? Das ist einfach nur traurig. Boah, ich höre wieder so ein Reißen. Das ist wieder so ein großer Typ, glaube ich, oder? Ich glaube, das kann ganz gut sein. Hörst du das, Mira? Oh, guck mal. Ja. Oh, das ist ein Lehrer. Ein Lehrer, oh. Guck mal weg, guck mal wieder zur Tafel. Hallo, ja, ich guck dir zu. Kann ich unter den Tisch? Ja, kann ich. Alter, hier Unterricht, Mira. Ja. Boah, quietschen deine Lehrer auch so? Nein. Haben deine Lehrer auch so Ballonköpfe? Nein. Oh. Ich komme nicht rein. Ah, Hilfe. Ich komme nicht unter den Tisch. Nein. Was? Oh nein, die haben mich gesehen. Oh. Nein, nein. Ich glaube, du musst nicht unbedingt unter den Tisch, sondern einfach nur halt hinter den Tisch. Nee. Ich kann mich gegen die gar nicht wehren, ne? Ich finde das nicht mehr gut. Vorher habe ich mich so mächtig gefühlt mit dem Hammer, ne? Ich finde, das ist kein gutes Machtverhältnis. Hey, ich war doch im Tisch! Okay, dann warten wir halt einmal ab, bis sie herguckt. Hallo, ich bin der Rayon.
Also ich bin nicht da, aber du weißt, ja. Guck weg. Guck weg! So sein. Braver Lehrer. Braver Lehrer. Ich glaube, ich muss unter den Tisch. Das macht doch voll Sinn, oder? Ja. Also sonst sehen wir doch die Schüler. Ja, guck weg. Boah, was schreibt die denn auf der Tafel? Das erkennt man nicht in der Unschärfe, ne, leider. Ja. Kann ich versuchen nochmal unter den Tisch? Ja, jetzt geht's auf einmal, siehste? Vielleicht doch. Boah, hier ist aber ein längerer Weg, aber das geht sich auch aus. Aber ich warte noch einmal. Sicher, sicher, weißt du. Ja. Also hier ist Safety First. Was? Die blättert auch immer um und dann schreibt sie aus ihrem Buch ab, weißt du? Weil die alleine hat die einfach nichts im Kopf, weißt du? Guck mal, wie die ihren Kopf querlegt, siehst du das? Boah, wenn diese Kreide jetzt auch so richtig hässlich quietschen würde, das würde es jetzt auch noch toppen, ja, ne? Das wäre jetzt nochmal so ein Sahnehäubchen. Weiß ich nicht. So, ich hoffe mal, ich komme da irgendwo weiter. Ja, komme ich, sehr gut. Alter, Schule, ne? Schule. Warum ist der Schlüssel? Warum muss ich den Schlüssel jetzt holen und da ganz wieder rüberbringen? Bitte, was? Oh, scheiße. Das ist schlecht. Au. Das ist schlecht. Ja, Bildung, ne? Ja, das haben ein paar Leute nicht überlebt, glaube ich. Okay. Da, wie machen wir das? Hoch und abspringen, abspringen, abspringen! Ah! Easy, gar kein Problem. Haben wir das gehört? Wahrscheinlich, ne? Oh shit. Ja, das kenne ich noch aus dem ersten Teil, sich in solchen Dingern verstecken. Ja. Hallo. Oh, au, 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 ich mag das nicht. Ich bin Fan. Hui. Jetzt kann ich das nicht mehr sehen. Das ist der Body Horror, den ich aus dem ersten Teil kenne. Ich liebe es. Hast du uns aufgenommen, ne? Ja, gut. Ja. Hallo. Na? Oh. Hallo. Ich bin gar nicht da. Beachte mich nicht. Kann ich da rübergehen? Oh, ne, sicher, sicher, ne? Wir warten mal kurz. Wir analysieren mal die Lage, weißt du? Die ist mir nicht. Ne. Das ist mir ein bisschen suspekt, ja. Die Olle. Ich weiß nicht. Ja gut, jetzt sollte sie ausgehen, ne? Oh Gott. Was hat die denn für ein Problem? Die ist eine strenge Lehrerin. Das ist eine psychopathische Lehrerin. Oh, shit, ich dreh sich um. Oh, shit. Oh. Wo muss ich jetzt eigentlich hin, ist die Frage. Würde ich ganz gerne wissen gerade. Mira. Muss ich wieder rauslegen? Du hast den Schlüssel genommen. Also, ich hab den Schlüssel genommen. Oh. Kann ich hier. Ich schleich mich mal zuerst unter den Tisch. Muss ich jetzt wieder links raus aus der Tür? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß halt nicht, wo die Lehrerin gerade ist. Das würde ich ganz gerne wissen, tatsächlich. Ich glaube, bei den anderen zwei Tischen. Nein, ich dachte, jetzt kommt zur Sister. Wir lassen sie noch einmal durchgehen. Lassen sie noch einmal. Okay, die haut gleich wahrscheinlich auf unseren Tisch, oder? Nee, oder hat die von anderen? Ah, die hat auf den. Okay. Jetzt kontrolliert sie. Ja, hast du richtig gerechnet? Ist die Grammatik okay? Scheinbar. Oh, die ist. Ja, ich dachte mir auch gerade. Ah ja, was machst du so? Bin ich mit dir zufrieden? Ne, scheinbar nicht. Ciao! Oh shit, wie hat sie mich gesehen? Scheiße! Mach rein die Scheiße, gottverdammte Scheiße! Gottverdammte Scheiße! Was zum Fick? Ah!
Das ist wirklich creepy. Ich find's gut. Was? Oh, Freund! Oh, ja! Du warst doch immer nett im ersten Teil! Was willst du von mir? Das alles ist jetzt anders, Mira. Warum ist er hat sogar den Hut. Aber er war an irgendwas festgebunden. Also, ich glaube, man kann den. Ja. Ich glaube, der ist an was festgebunden. Ist das vielleicht so ein Wachhund oder so? Nee, ich glaube, das ist einfach mal ein schlimmer Schüler. Aber das ist doch kein Kind, oder? Obwohl, das ist so ein Kind mit so einer Mütze, ne? Ja. Ja, komm. Du bist doch festgebunden, oder? Ja. Jetzt krieg ich den Hut, oder? Krieg den Hut? Ja. Ach man, komm, Pinocchio, jetzt lass das doch mal. Ich krieg deinen Hut? Nee, ist das dein Ernst? Du lernst es aber auch nicht, ne? Ich glaube, während er auf dem Boden ist, kann man dann schnell wegrennen. Boah, ich weiß ja, dass er nichts im Kopf hat, faktisch, ne? Aber so dumm kann man doch gar nicht sein, oder? Ich will mich jetzt so ganz nah an ihn ranstellen, sodass er genau vor mir ist. Wow! Mobbing! Ryan, lass es! Mein Gott! Mobbing! Hui! Ich bin so gemein manchmal, ne? Da ist der Hammer. Wo? Hä? Wo? Wo ist denn der Hammer? Bin ich doof? Bei seinen Dings, wo er eingeschlafen ist. Ach, da auf dem Boden? Sicher, dass das ein Hammer ist? Naja, zumindest etwas, damit sein Kopf zerbricht. Sicher? Soll ich es riskieren? Naja, wenn er wohnt ist, ja. Oh shit! Nein! Fuck! Okay, Reaktionszeit, okay, das kriegen wir hin. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Okay, ein bisschen näher. So, hier sollte sich noch rausgehen, auf dem Hut. Komm her. Nein! Ich mach's immer zu früh! Ja, nicht zu früh, Ryan. Ich mach's immer zu früh. Komm her, Kollege. Hä? Was? Wieso ist er denn jetzt nicht hingefallen beim ersten Mal? Okay, das war verwirrend. Okay, wir müssen glaube ich noch mal ein bisschen geduldig spielen. Ich glaube, dieses Greedige, das funktioniert hier nicht. Ich glaube, das ist kein Spiel für Greedy sein. Okay, das ist verwirrend. Muss das so? Nee, ich glaube, du musst etwas weiter. Ich muss etwas weiter. Ja. Das ist nur ein kleiner Glitch scheinbar. Hallo. Oh! Wundervoll! Ich hab ihn wieder, da Droher. Oh. Jetzt ist die Tür. Ja! Sehr gut. Och nein, wir hatten eine kurze, aber schöne Zeit. Zusammen. Oh, da ist doch. Da können wir auch das. Boah, aber die Lehre mit dem langen Hals, ne? Boah. Ja? Finde ich, glaube ich, sogar noch schlimmer mit dem einen Typ mit den langen Armen und den kurzen Beinen im ersten Spiel. Ja. Der lange Hals ist schon cool. Oh nein. Wir haben gerade davon gesprochen. Von, ich denke, sie ist, glaube ich, angewiesen an einen japanischen Yokai. Ja, das sind sie doch alle hier. Ja. Aber sie erinnert sich am meisten, um ehrlich zu sein. Komm, lass das runterschmeißen. Das ist eine super Idee. Oh. Ja, nicht dich selbst! Komm, lass es uns runterschmeißen! Schmeiß dich selbst runter. Naja. Wir kriegen das hin.
Ich hätte jetzt gerne mal einen neuen Hut. Ich mag kein Engländer mehr sein. Was soll reicht langsam? Ja, komm her. Boah, du bist aber auch hässlich, ne? Ha, ich würde auch Kinder schlagen, wenn ich so hässlich wäre. Was? Leon! Was denn? Guck mal, Leon, sie schlägt schon wieder Kinder, siehst du das? Ja, diesmal nehme ich das mit, weißt du? Und. Oh. Und. Gott, behalt's. Bah! Hallo, ich bin der Leon. Ciao! Wir sehen uns wieder! Boah, ich lass das Paket absichtlich zu spät kommen bei dir, ne? Du bist so hässlich. Ach Gott. Oh. Perspektive! Perspektive, Raya! Perspektive! Weißt du, ich vergesse immer, dass das kein 2,5D mehr ist. Das ist jetzt komplett 3D. Naja, fast. Naja, eigentlich ist es komplett 3D, nur dass man halt die Blickrichtung, die Kamera kann man nicht ändern. Also eigentlich ist es komplett 3D. Hallo! Na? Langsam will ich ja auch gar nicht mehr gruseln. Ich find's ja eigentlich schon wieder cool, weißt du? Die haben auch übrigens das von Minecraft eingeführt. Wenn man croucht, kann man nicht runterfallen. Oh! Hi, nice. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das runterwerfe. Das ist voll unnötig, ne? Aber egal. Ja. Hallo! Boah, ich will einfach mein Täubchen sehen, weißt du? Guck sie dir doch mal an, sie ist einfach wunderschön. Siehst du nicht? Ja, Kinder schlagen, ja. Ja, nur da drüben weiter. Ist das ein Hut? Bist du ein Hut? Bist du ein Hut? Nee, ich sehe nicht aus. Bist du ein Lego-Männchen? Oh, scheinbar, das ist ein Lego-Männchen. Kann ich das umdingsen? Da wird sie bestimmt kommen, ne? Ja. Ja. Hier drin sind wir sicher. Ja. Kann ich da runter? Muss ich nicht da runter gehen? Gar nichts. Ah, cool. Das ist mein liebstes Ding, dass gar nichts passiert. Ui, die Bibliothek. Das finde ich ja cool. Auch. Oh. Ach, ich darf da nicht runterspringen. Okay, gut. Ach Gott. Fallschaden. Wahrscheinlich muss ich da schön runtergehen, weißt du, so hier. Ja, das geht. Ist die da? Ich bin gerade runtergesprungen, ich gehe direkt wieder hoch, weißt du? Das ist so eine Leiter mit Rollen. Ach, das ist wirklich so eine Halterung, dass man da wirklich hoch kann. Das ist ja cool, das habe ich noch nie gesehen, sowas, ne? Ach, da kann man runter. Boah, wieso kann man denn da hinten runterfallen, wenn da nichts ist? Das ist so unlogisch einfach. Keiner beschwert sich wieder mal über Sachen, die ihn umbringen. Man kennt es. Boah, ich mag diese Leiter, ne? Das ist wirklich so eine alte Bibliotheksleiter mit so Rollen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. Gab's sowas oder ist das so eine Spielerfindung? Nee, sowas gibt's. Ja, das ist voll cool, ne? Weiß nicht, warum ich hier hochgegangen bin. Das ist voll unnötig eigentlich, ne? Na, schau mal. Und ich komme hier, glaube ich, nicht runter ohne Fallschirm, oder? Doch. Kann ich hier hoch? Ach, das ist. Ach, doch, ich kann mal hoch. Also ja positiv. Normalerweise war das bis jetzt immer so, dass. Kann ich das rausschieben? Nein. Kann ich die Leiter verschieben, damit ich da drüben raufkomme? Wahrscheinlich, ne? Hat Rollen, ne? Macht Sinn eigentlich, ne? Ja. Quietscht bestimmt gar nicht. Oh, klug, das ist sogar okay.
Boah, sowas hätte ich ganz gerne, ne? So eine Leiter. Das ist ja voll cool. Was soll das? Das will ich jetzt grafisch in die Channel Shadows auch haben in so einer Bibliothek, ne? Also inspiriert mich schon ein bisschen dieses Spiel. Ja. Ja. Hat die nicht gehört? Ne, hat die nicht gehört. Nö, nö. Nö. Nee. Nö. 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 Mein Gott. Das ist so gruselig. Hoi. Hi. Natürlich fällt das sowieso runter. Oh shit, das ist dumm, ne? Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin. Ne, bestimmt sieht mich hier die nicht, oder? Jetzt kommt sie gar nicht, ne? Also jetzt kommt sie. Haben wir es jetzt so getrickst, dass sie jetzt nicht kommt? Boah, das wäre der Übermega-Move, wenn sie jetzt nicht kommen würde. Weil ich runtergesprungen bin. Boah, das war ja der Übermove, Mira! Boah, wir haben das Spiel. Oh scheiße. Ach Gott, ist okay. Ich dachte nur, ich bin schlau. Es tut mir leid. Es tut mir leid! Warum kommt denn jetzt immer noch nicht? Was ist denn? Ach so, ich sollte mich ducken, wenn ich da rein kann, ne? Ja. Ist das der Grund? Ich bin unsicher. Hi. Also, es könnte der Grund sein. Ich bin mir nicht sicher. Und ducken. Easy. Das funktioniert super, oder? Ja. Boah, das ist so eine coole Bibliothek, ne? Boah. Ja. Ich mag die. Ich will da leben. Ich will da Kinder kriegen. Was? Was? Oh, guck mal, da kommt sie wieder. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit! Wow! Nein! Oh mein Gott! Was? Ist immer so ein Stück zu lang! Was ist denn das für eine scheiß Hitbox? Ja. Boah, ich mag das schon so ein bisschen, den Stil, ne? Haben die schon ein bisschen cool gemacht, ne? Ich glaube, ich kann nicht schnell klettern, ne? Ja, nö, geh mal weg. Nee. Ach so, ich glaube, ich muss sogar warten, dass sie auf die andere Seite wieder zurückgeht, habe ich das Gefühl. Doch. Ja. Ich glaube, man muss hier chillen. Ja, denke ich auch. Na, dann machen wir das doch, habe ich gehört, oder? Mhm. Kommst du jetzt hier einmal rüber, oder muss ich? Ich glaube, einmal muss ich. Naja, komm mal, ist okay. Komm ich mir klar. Naja, komm mal. Wieder bei runter. Naja, genau. Nein! Wieso hat sie mich denn gesehen? Hätte ich oben bleiben müssen? Weil du musst wahrscheinlich nach oben gehen dann. Ah, ich sehe schon. Boah, was für eine schrunzige Lehrerin, ne? Ja. Nö, geh mal weg. Nö, mach mal nicht. Nö. Warum? Ich dachte, du hast doch unten geguckt. Achso, man muss wirklich links bleiben, bis sie da fertig ist, oder wie? Ja. Die hat doch nur unten geguckt. Das ist so komisch. Boah, wie die aber ihre Schüler auffrisst, ne? Ich weiß nicht, ob das pädagogisch so wertvoll ist. Ich glaube, ist das überhaupt normalerweise. Ich glaube, pädagogisch. Also, ich wollte das jetzt nur analysieren, weißt du? Sorry. Aber jetzt sollst du mich nicht sehen. Also, brauchst du mir nicht erklären, dass du mich jetzt siehst. Tut mir leid. Okay, sehr gut. Jetzt ist sie da drüben. Jetzt kann ich gar nicht rüber, oder? Oh shit. Ey, wir haben es geschafft! Ja. Ja, gut. Oh, du? Kann ich jetzt hier rein? Oder falle ich gleich wieder runter? Ich sehe nichts, Mira. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, du musst ja auch dort nicht hin. Ja, die Möglichkeit ist da. Warum macht die dann nicht die Tür zu? Schlechtes Level-Design. Abzug in der B-Note. Gibt gleich einen schlechten Reddit-Eintrag. Es gibt keine Hate-Welle, sehe ich schon. Review-Bombing, ich hab Bock.
So. Also, immer, ah ja, Türen. Türen sind ja nicht für uns existent, das in dieser Welt. Stimmt, da war ja was. Ja. Aber das scheint auch nicht der Weg zu sein. Okay, verstanden. Hui, ja, war spannend gerade. Ja, so ein bisschen cool war das schon. Ja, doch, doch. Ja, ich kann hier hoch. Cool. Kann ich? Nein, das ist wieder so ein Ding, wo man sich festhalten kann, aber es bringt halt kein Schwein was. Wir hatten echt lang keinen Hut mehr. Ich finde das nicht gut, ne? Ja. Aber hier haben wir so eine Versteckmöglichkeit. Bringt die irgendwas? Braucht man die? Ich glaube, man kann sich nicht verstecken. Und wieso ist da eine Versteckmöglichkeit? Das finde ich nicht richtig in dem Kontext. Ich finde auch gerade echt nicht richtig, dass ich hier nirgends weiterkomme. Kann ich denn doch hier vielleicht weiter? Wäre ja auch zu schön gewesen. Hier vorne sind wir gelandet. Kann man hier vielleicht hoch? Aber Bücher waren im ersten Teil immer so schon eine schöne Art zu klettern, weißt du? Aber hier scheinbar nie so. Hier hoch. Hier komme ich tatsächlich hoch. Das bringt mir wahrscheinlich einen feuchten Dreck. Aber was könnte hier die Lösung sein, Mira? Ja, das ist lustig, dass man laufen und rutschen kann. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich vorhin das erste Mal herausgefunden. Das wurde einem auch nicht beigebracht, weißt du? Ich kann nicht... Warte mal. Kann ich das hier ziehen zur Tür? Ich mag solche Spiele, Mira. Ich mag die echt. Ja. Heieieiei. Und Ende. Soll doch reichen, oder? Komme ich da jetzt hoch? Easy. Ich bin halt ein Engländer. Ja. Komme ich da denn hoch? Soll ich da nicht hochkommen? Hallo! Da ist eine Hitbox, da sollte ich hochkommen. Das war echt Spiel. Willst du mich verarschen? Das Spiel will mich echt verarschen, ne? Weil dann könnte ich ja da oben hochkommen. Das wäre ja nicht richtig. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber das Treppenhaus gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ja gut, aber bevor wir hochgehen, das wäre ja viel zu logisch, gehen wir mal nach rechts. Wir gehen nach oben. Vor allem diese kleine Gestalt in diesem riesigen Treppenhaus. Die Uhr funktioniert, glaube ich, auch nicht mehr. Die Uhr ist auch viel zu riesig. So komme ich hier nicht weiter. Ich hüpfen manchmal muss, weil ich so an der Treppe festhänge. Das richtig? Muss das so? Die Tür sieht mir verschlossen aus. Ja, verschlossen. Okay, gut. Hier habe ich wieder so einen Typen, den ich aufsaugen kann. Komm her. War cool. Kann ich hier wieder jemanden locken? Oh, scheint niemand zu jucken. Ist jemand in der Nähe. Cool. Ja, dann können wir ja ganz gechillt hier langlaufen. Wenn hier niemand ist, der uns beobachtet oder der uns jagen würde, wenn wir irgendwie Aufmerksamkeit auf uns ziehen, dann ist das ja positiv. Ist das eine Schachfigur? Das sind Schachfiguren! Also das ist nicht mehr so eine ganze Schachfigur. Aber das hier ist eine ganze Schachfigur. Och, das ist der richtige Teil. Ich will da drauf machen. Easy. Jetzt kann ich das nämlich auch benutzen, um dann da oben raufzukommen. Siehst du das? Hallo, ich will das wieder draufpappen. Jetzt kann sei doch nicht so doof. Bist du ja noch da, Mira? Ja. Cool. Wieso kann... Mach's wieder drauf. Mach's wieder... Du bist aber auch ein Mulpe, ne? Jetzt. Und... Easy. Boah, das sind so viele Schachfiguren. Guck mal. Die Mucke ist cool. Oh, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Oben ist wieder ein Kopf, den ich benutzen muss wahrscheinlich für... Spielen wir jetzt Schach. Wieso hat die Schachfigur ein Gesicht, Mira? Mira, wieso hat die Schachfigur ein Gesicht? Ja. So König, ne? Müssen wir das Schachspiel gewinnen irgendwie, indem wir... Müssen wir das Schachspiel irgendwie gewinnen? Ah! Müssen wir den König schachmatt setzen, indem wir Köpfe auf die Dinger platzieren? Ja.
Boah, das wäre eine super coole Mechanik, ne? Mhm. Boah, was macht man hier denn, wenn man kein Schach kann? Ja, verrecken, ne? Cool. Ja. Boah, guck mal, der Typ da oben ist ein Franzose, siehst du es am Bart? Oh, ja. Obwohl, die Locke, die er da auf dem Kopf hat, sieht mehr aus wie so ein Deutscher. Komm ich hoch? Ja, komm. Kann ich dich runterwerfen und deinen Kopf dann nehmen? Ich kann einfach so deinen Kopf dann nehmen. Okay, gut. Hui! Boah, lass Schach spielen, da habe ich ja Bock drauf, Mira. Mira, kannst du Schach spielen? Ja. Haben wir da nicht sogar schon mal gespielt? Ich glaube nicht. Echt nicht? Also ich fordere irgendwie jeden zum Schach heraus, den ich so kenne, weißt du? Was habe ich eigentlich für einen Kopf in der Hand? Das ist eine Königin. Wo wäre denn eine Königin sinnvoll? Theoretisch hier. Aber dann schlage ich in die Richtung und ich decke die Person hier. Ich wollte das nicht machen. Doch. Ich mache das hier. Weil der deckt ja auch das da unten. Mach mal auf hier. Mach auf hier, du. Boah, ja, bitte. Komme ich denn da hoch eigentlich? Nö. Ich brauche noch ein Schachding, Mira. Kann ich das von... Ich kann doch bestimmt das von da draußen auch holen, oder? Das kann man doch noch mal abnehmen. Dann habe ich doch nämlich alle. Jetzt nehme ich die Mopete hier mit und dann mache ich die dann auf das hintere Ding drauf und dann ist das Ding schachmatt. Und der König kriegt dann das da vorne hier. Verstehst du? Weil das schlägt hier jetzt gerade aus. Das bedeutet, der feindliche König kann nicht weg. Theoretisch zumindest. Obwohl. Nee, ich glaube andersrum. Der König könnte dann doch trotzdem dann hierher gehen. Und das wäre nicht gut. Der König. Oh, achso, wir haben hier noch eine vierte Figur, habe ich gerade gesehen. Oh. Okay, aber ich glaube, wir holen uns einfach mal das Ding hier. Unser König. Was bringt ein König? Ich glaube, den König bringen wir einfach in Sicherheit hier, oder? Mach den einfach mal hier drauf. Der bringt hier zwar überhaupt nichts, aber wir bringen ihn einfach mal in Sicherheit. Und jetzt fehlt uns noch eine Schachfigur-Ding, ne? Oder brauchen wir gar nicht alle? Was weiß ich? Da oben ist noch, oder? Nee. Mira, hast du eine Idee? Oder müssen wir das Ding einfach schachmatt setzen mit den Dingern, die wir haben? Kann natürlich auch. Wahrscheinlich. Das kann auch sein. Theoretisch? Nö, eigentlich bringt das nichts. Theoretisch. Ich glaube, wir brauchen noch ein Ding, oder? Oder brauchen wir keinen? Ich bin mir halt unsicher, ne? Also es würde Sinn machen, dass wir noch eins brauchen, weil hier ist noch eine Figur, ne? Ich frage mich gerade, ob man den Schachmatt setzen könnte, ohne zu haben. Also mit drei Figuren. Aber der König bringt halt überhaupt nichts. Der König kann halt nur ein Ding weit schlagen und... Boah, der König könnte theoretisch das hier decken. Warte, versuch doch mal. Nee, das fallen. Der König hier wäre, würde wenigstens ein Ding decken, weißt du? Das ist ja schon mal irgendwas. Stimmt! So geht's. Obwohl, nee, so geht's nicht, oder? Geht's so? Boah, ich bin echt gut in Schach, muss ich sagen. Wir brauchen halt echt noch eine Figur, ne? Wenn der König hier ein Feld decken würde. Obwohl, doch, der deckt ja das. Aber doch, das funktioniert, Mira. Theoretisch sollte der jetzt schachmatt sein. Der kann nirgendwo anders hin. Ne? Easy! Oh. Ha! Gar kein Problem. Schachprofi Rayon. Läuft gegen die Wand. Schachprofi Rayon. Lebt gegen eine Wand. So, ist jetzt hier offen oder so? Oder was haben wir jetzt geöffnet? Ich bin mir unsicher. Kann ich da eigentlich ran und runterziehen? Oh. Kann ich. Das bringt mir was genau? Oh, wow. Mann!
Mira, ich hasse es. Ich hasse alles. Warum? Wir haben es übrigens sogar anders gelöst. Bei uns war der Turm nämlich links oben und die Königin rechts mittig, weißt du? Wir haben es anders gelöst, als die Lösung es vorgibt. Ha! So, was haben wir jetzt geöffnet damit? Eine Tür irgendwo oder so? Oder was haben wir geöffnet? War da draußen irgendwie noch eine Tür oder so? Ach, da drüben war noch eine Tür, stimmt! Auf der anderen Seite vom Treppenhaus. Ist vielleicht ist die jetzt offen. Das war voll der unnötig aufwendige Mechanismus, aber dem Spiel traue ich das zu, weißt du? Unnötig aufwendige Mechanismen ist das typisch Horror, oder? Ja, stimmt. Tja, wäre auch zu schön gewesen, wenn es einfach mal aufgegangen wäre, ne? Cool. Hm. Och, Mann, oh, was ist denn dann jetzt aufgegangen? Hier mal der Treppenhaus, war da ziemlich selten gegangen. Einmal. Hä, was ist denn dann aufgegangen? Mira. Was soll denn das? Jetzt nicht. Jetzt mal ernsthaft, was ist denn aufgegangen? Kann ich mit dem Typen irgendwas machen? Kann ich seine Krone klauen? Scheinbar nö. Boah, was ist denn jetzt gerade aufgegangen? Irgendwas muss ja, oder? Was ist hier? Nee. Huh. Spannend, spannend. Vielleicht müssen wir es dann genauso stellen, wie es dort steht. Aber es ist doch auch so schachmatt. Und es gab ja auch so ein Klicken, so ein Lösungsklicken eigentlich. Also das Ding ist schachmatt, das kann nirgendwo hin. Wenn es hier hingeht, kommt der Turm. Wenn es hier hingeht, kommt der Turm. Wenn hier hingeht, kommt der Turm. Wenn hier hingeht, kommt. Das ist jetzt schlecht. Hä? Hä? Ja, das würde auch nichts bringen, wenn. Nicht hierhin würde der König leben. Das weiße Feld. Obwohl, nee, da kommt ja die Königin von rechts. Das stimmt schon. Die drei wären der König, hier wäre auch wieder die Königin und hier. Ja, das ist Schachmatt. Muss ich das wirklich richtig rummachen? Das ist halt unnötig, ne? Es geht halt auch so. Das fände ich jetzt keine gute Lösung, wenn es wirklich nur so gehen würde. Das fände ich jetzt echt nicht gut, du. Man kann übrigens nicht abnehmen und wieder draufsetzen. Man muss es zwischendurch ablegen, weißt du? Ganz komisch. Hat er den Klicken vorher auch gemacht? Also ich glaube, ich weiß halt noch nicht, was da Klick gemacht hat, ist die Sache, ne? Schon verwirrend, ne? Hat hier irgendwas hier hinten? Nee. Tja, was hat hier Klick gemacht? Mein Kopf hat gar nichts Klick gemacht. Hä, muss es irgendwas in dem Raum sein? Eigentlich schon, oder? Hm. Was eigentlich mit dem König nichts machen kann? Dieses König sah trotzdem aus wie ein Kind. Ich meine, da liegt auch ein Kind drauf, ne? Ich glaube, die haben halt echt so ein Kind da drauf gesteckt auf die Spitze, oder? Wie wir diese Dinger draufgestellt haben, hat der einfach so ein Kind darauf bepappt mit so einer Krone. Da ein bisschen Schwert, das will ich haben. Aber das darf ich natürlich nicht hoch, oder? Hm. Kann ich hier drüben irgendwie? Noch vielleicht? Ne. Mira, hast du eine Idee? Nee. Hier liegt was, was ich werfen kann. Das finde ich aber tendenziell immer positiv. Vielleicht kann ich wieder das Bild anwerfen und dann geht das auf. Man weiß es nicht. Gucken mal, ne? Nee, auf einmal kann sie nicht weit werfen. Nee, weil hier ist es ja nicht gewollt, ne? Wenn es gewollt wäre, könnte sie 20 Meter weit werfen. Also, was ich halt am ehesten gedacht hätte, ist, wenn die Tür da drüben jetzt dann offen wäre, weißt du? Da drüben ist halt noch eine Tür, als wenn das jetzt eine leere Tür ist. Ja gut, ist jetzt nicht das erste Mal, dass es eine leere Tür gibt, oder?
Das ist halt auch traurig. Da wird mich halt schon hart wundern. Okay, wir gehen nochmal runter im Treppenhaus. Vielleicht ist hier unten was gelöst. Man weiß es nicht. Vielleicht nicht ganz so schnell und aggressiv, aber der Plan ist da. So, ist das jetzt hier noch... Ach, ich muss das jetzt nochmal machen, ernsthaft. Oh Mann, nö! Oh. Weil es das Spiel manchmal anstrengt. Die Speicherpunkte sind super gesetzt. Ja. Yeah. So. Aber ich muss doch zuerst das hier hin machen, weil sonst komme ich ja nicht hoch. Obwohl, theoretisch, ich kann auch das andere holen. So. Hallo. Hallo. Ja, nimm ihn doch! Ja, nimm ihn doch! Ja, bist du... Hallo? So kann ich ihn dir nicht nehmen, Mira. Keine Ahnung. Okay, dann schubse ich dich runter. Kann ich dich dann nehmen? Jetzt kann ich ihn nehmen auf einmal. Komisch. Gut. Da, never play on patch day. Das nehmen wir nicht so ernst, hab ich gehört, oder? Ich sehe auch nichts, was ich verändert hätte können, weißt du? Ja, nicht ablegen, weiter. Ja, guck, mach doch mal rein hier. Lampen haben sie angeschaltet, habe ich gerade gemerkt. Ah, bringt das irgendwas, ist die Frage. Jetzt ist Strom an, heißt das auf Deutsch, ne? Strom an, kann ich mit der Uhr irgendwas machen? Theoretisch. Weil Strom, weiß ich nicht. Macht das Sinn, irgendwie? Eigentlich ja schon, oder? Ja, wieso ist die Uhr da? Deko? Ja, kann auch sein, aber was soll man? Okay, die Uhrtheorie ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Gehen wir mal runter. Ist hier unten jetzt vielleicht irgendwas anders? Hier vielleicht. Also hier ist jetzt Licht. Die brauchen wir immer noch einen Schlüssel, weißt du? Woher sollen wir einen Schlüssel bekommen? Ich glaube, so weit zurücklaufen müssen wir auch nicht. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wir brauchen halt von... Was liegt denn da? Da hat irgendwas geglitzert am Boden. Hätte? Was glitzert denn da am Boden? Achso, das ist die Stange von diesem Teppich, oder wie? Scheinbar. Oder haben wir den Schlüssel schon? Ne, scheinbar nicht. Okay, gut. Oder machen die Lampen oben, erleuchten die einen Schlüssel. Das kann auch sein. Guck mal da mal. Ja, lauf doch mal. Jetzt bleib doch nicht an der Kante hängen. Was ein Kind. Das kann nämlich auch sein, dass die Lampen jetzt einen Schlüssel erhellen. Eigentlich nicht, ne? Also hier kommen wir theoretisch hoch. Also, hä? Achso, ich musste hier hoch. Nein, nicht ab. Nicht abnehmen. Nicht ab. Mir fällt gerade auf. Vielleicht komme ich hier hoch. Ich teste das mal. Ich weiß zwar nicht, ob ich nur mit dem Turm irgendwo hochkomme, aber die Möglichkeit ist da und deswegen lohnt ich sie aus, weißt du? Mhm. Also, was anderes bleibt so nicht übrig. Ja. Super. Ist das Licht eigentlich immer noch an? Nee, ne? Gut, dann stellen wir das mal hier drüben hin. Ist das Licht da drüben? Okay. Vielleicht werden wir hier hochgehen jetzt.
Ah, die Lampe, also wirklich die Lampe, weil sie geleuchtet hat. Cool. Gut. Naja, kein Rätsel, was wir nicht lösen können. Mhm. Da ist der Schlüssel, Mira. Woo! Ui, guck mal. Hunde kacken. Ist die Weisheit hier. Oh. Oder pinkeln, das ist glaube ich pinkeln. Oder extrem dünnflüssige Kacke, das kann auch sein. Es sieht eher aus, als ob da pinkeln würde. Das ist Dünnschiss. Also wie man in Österreich sagen würde? Mira? Was würde man sagen? Spritzgaxi! Okay, wir gehen weiter, ich gehört, oder? Wir gehen halt einfach weiter. Wir vergessen einfach alles und wir gehen einfach weiter. Ist, glaube ich, das Sinnvollste. Ne, Mira? Hallo, Mira, wie geht's dir so? Alles cool? Gut. Alles ist okay. Ja, alles ist super. Wir springen die Treppen runter, so wie damals. Hey. Ich hab jetzt den Schlüssel. Na, easy. Hallo, ich bin der Rayon. Was ist das denn? Ist das so ein Lastenaufzug-Ding? Oder besagt, dass man hier so besser mit irgendwas hochfahren kann? Mit irgendwas, was Räder hat? Weil das ist ja, Räder sind ja schlecht bei so Treppen. Weißt du? Scheinbar. Jetzt kommen wir jetzt ins Essensbereich. Kommen wir jetzt in die Mensa. Boah, jetzt kommen die ekligen Mensa-Geschichten. Ich hab Bock. Kann ich das hier wegschieben? Kann ich das benutzen? Stimmt, oder? Ja. Siehst du, der Rayon weiß schon, worauf er gucken muss. Also ich sehe die Details, wenn sie da sind. Weißt du? Macht aber Sinn, sie zu sehen, wenn sie da sind. Egal. Ich glaube, jetzt kommt eine Mensa-Geschichte. Habe ich irgendwie das Gefühl. Boah, ich bin gespannt, wie der Koch jetzt aussieht, ne? Oder die Köchin oder was auch immer. Ne? Bin gespannt. Okay. Ist das eine Pfeffermühle oder was ist das? Oh, ich glaube, ich muss das Kind kaputt machen mit dem Löffel, oder? Oh, da habe ich schon Bock drauf. Huah! Easy. Oh shit. PvP! Nein! Das kriege ich doch niemals hin! Ja komm! Nicht rumlungern! Leider klotzen! Jetzt komm! Jetzt machen wir auch noch PvP! Ja nö! Ja, jetzt kommt hier von da hinten einer. Na komm! Oh nein! Das wird super funktionieren, ey! Können wir nicht irgendwie wieder so gegen so gehen? Kann ich die Langhals-Lady nochmal kommen? Mit der kommt besser klar als mit den Kindern hier. Kinder sind mir nicht geheuer. Das ist, glaube ich, ein Statement. Wir müssen, glaube ich, mehr auf die Perspektive achten. Ja, super. Easy. Noch jemand? Ja. Na komm. Oh nein, verfehlt! Fuck! Bring das hin. Früher oder später. Eher später. Morgen vielleicht. Irgendwann. Später. Früher oder später. Was? Okay, vielleicht nicht ganz so krass hinspringen. Vielleicht mit Gefühl und Geborgenheit vielleicht. Aber ich mag unseren Mantel immer noch, ne? Wir sehen richtig geil aus. Wir sind richtig sexy einfach. Oh. Ah, jetzt kommt von hinten einer. Und jetzt. Nein! Mira, hilf mir. Ich bin ein einziger Versager. Das ist einfach nur traurig. So! Jetzt wird geklotzt statt gekleckert. Hui! Geköpft! Boah, kriege ich den Kopf als Hut? Bitte sag mir, dass ich den Kopf als Hut bekomme und dann getarnt bin. Oh! Ja! Mira, ich bin getarnt. Mira, ich habe eine Tarnung. Du hast eine Tarnung. Ho. Ich bin jetzt auch ein Kind, also ein behindertes Kind. Hallo, ich bin einer von euch. Was machen die?
Was will er? Was ist? Denn. Naja. Was ist dein Problem eigentlich, Kollege? Ich hab keine Ahnung, was du da mit denen. Gut, dass die hier um die Wette pupsen, die zwei, ist ja auch komisch, ne? Achso, die pupsen gar nicht, der macht das mit der Tube, aber das klingt wie Furze. Wundervoll. Was, warum machst du das auf dem Boden, Kollege? Jetzt kann man eigentlich die Augen sehen von dem Hauptcharakter. Ja, so ein bisschen, okay, ne? Oh, Kollege, du sollst das Essen auch nicht reinklettern. Warum tanzt du was macht ihr? Oh, ich verstehe Kinder nicht. Wieso sind Kinder so, Mira? Keine Ahnung. Wieso bist du eigentlich hier? Du kannst gar nichts essen. Guck dich doch mal an. Also ich bin quasi gegen Diskriminierung, aber du kannst halt einfach nichts essen. Leb damit. Guck mal, da hat der Close-Up auf dem Arsch. Oh, er hat sie weggedreht. Schade. Ja, da wären wir jetzt gestorben, ne? Tja. Weil ich auf den Arsch geguckt habe. Siehst du mal. Siehst du mal. Aber es gibt hier wirklich Männlein und Weiblein. Sieht man doch. Und alle haben so einen Topfschnitt. Das ist echt asiatisch. Alle haben hier einen Topfschnitt, weißt du? Ja. Voll asiatisch hier. Gut, ist auch ein asiatisch angehauchtes Setting. Was macht ihr hier? Guck mal, da! Mobbing! Asiatisches Mobbing! Jetzt laufen wir hinterher. Was macht ihr hier? Das ist halt echt eine Schule, ne? Ja. Hier ist wieder so ein Typ, der die Wand rammelt. Könnte auch weiblich sein, ich bin mir unsicher. Da oben klettert jemand an der Lampe, die fällt bestimmt gleich runter und würde mich töten, wenn ich nicht aufpasse. Oder? One. Ja, wenn die nicht runterfällt, das ist doch prädestiniert für eine Falle, oder? Jetzt mal ohne Witz, das ist doch prädestiniert für eine Falle. Ey, Spiel! Das enttäuscht mich jetzt so ein bisschen, tatsächlich. Ist nicht gut, oder? Haben die das gemerkt? Yay! Wir sind wieder die Alte. War der Alte, oder? Der Hut! Der Hut! Der Hut! Der Hut! Das ist ein Knopf, das ist kein Hut. Das ist ein Knopf. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Warum ich da hoch sollte? Ich weiß nicht. Was ist eigentlich mit unserem Kollegen? Mit unserem Sklaven? Haben wir den jetzt abgeschrieben oder retten wir den jetzt gerade? Oder versuchen wir es zumindest? Ich glaube, wir gehen und retten ihn. Ach so, also deswegen ihm sind wir hier. Wieso sind wir überhaupt hier? Ja, warum denkst du? Ich denke gerade drüber nach, warum wir überhaupt hier sind, weißt du? Also allgemein, warum sind wir hier reingegangen? So, das muss jetzt hier runter. Okay, es muss nicht hier runter. Ja, okay, gut. Also wir können auch gerne noch ein bisschen Stückchen höher. Wahrscheinlich zu... Ja. Nö. Ja, gut. Aber ich weiß wohin, okay? Wie Mira immer meckert mit mir, weißt du? Ich hab nicht gesagt! Aber du hast etwas gedacht, ich hab das gefühlt, weißt du? Nein! Doch! Nein! Ja. Denkst du überhaupt was Komisches aus? Ja, ist richtig. In meinem Kopf sind sehr viele komische Dinge. Was? Hm. Ist das, was manche hier nicht haben. Also die Kinder da unten. So, jetzt zu einem Ding und diesmal greifen ist die Idee. Easy, gar kein Problem. Oh. Cut! Ja. Wir kriegen das hin, Mira. Glaub an uns, wirklich. Ja. Mira glaubt nicht mehr an uns. Doch!
Ich nehme das jetzt mit, das ist bestimmt wichtig. Ja, scheiß drauf. Finde dein Schicksal. So. Alter, halt dich doch fest, verdammt! Hey, jetzt kommt wieder die hakelige Steuerung zurück. Und halt dich doch fest, verdammt! Was ist denn los mit dir? Mira, ich fühle mich diskriminiert hier. Das Ding hält sie nicht fest. Mira sagt gar nichts mehr, weißt du. Mira, wie geht's deiner Katze? Ganz okay. Hat sie dich schon assimiliert? Mira? Hallo? Ja, alles ist okay. Okay. Ah, warum sich das Ding nicht festhält, ist mir ein Rätsel, ne? Keine Ahnung. Hey. Keine Ahnung. Was ist... Die Steuerung ist halt manchmal so komisch, ne? Also ich drück nach links... Oder Ding geht nach unten und springt dann erst ab. Wieso? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Leben nicht. Also diese ganze Schule ist mir einfach ein Dorn im Auge. Kann man... Ob man die, weißt du, ich würde die Schule einfach gerne abbrennen, weißt du? Ja gut, ich glaube, da sprechen sehr viele aus der Seele allgemein, ne? Ja. Also dann meldet sich mir auch wieder. Ja. Ist doch aber wahr! Ist doch wahr! Alter! Junger Schwede! Junge Schwede! Was ist denn sein Problem? Das Ding hält sie nicht fest, Mira! Oh. Das ist mir jetzt echt. Das finde ich nicht gut, Mira. Hab bemerkt. Echt cool. Schön, dass dir das auffällt. Sehr empathisch von dir. Mann, dieses Kackglas, ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass wir Engländer sind. Vielleicht ist das Spiel doch rassistischer als gedacht. Kann ich hier denn perspektivisch irgendwas machen? Eigentlich nicht, ne? Jetzt mal ehrlich, ne? Jo. Hä, was mache ich denn falsch? Jetzt mal ernsthaft. So. Dann rüber. Springen. Festhalten. Okay. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Mann. Was hast du denn jetzt angetan? Ach, Mira, ich will nicht mehr leben. Ich glaube, der Strick ist eine Botschaft. Ja, nee, doch, nee, ich weiß auch nicht. Was ist deine Stimme? Das ist meine Verzweiflungsstimme, weißt du. Dieses Scheißglas! Geh weg aus meinem Leben! Was denn? Das ist so von dem nochmal lustig, wie du schreist. Okay, nochmal wie es im Buche steht. So, alles loslassen. Nach links. Springen. Festhalten. Okay. Schwingen. Schwingen. Und wir schwingen noch ein bisschen mehr. Weißt du? Doppelt hält besser. Oder vierfacher Bissen. Und noch ein bisschen mehr. Einmal genau. Einer genau. Und. Verdammt! Was ist denn. Mira! Was? Mira! Was? Nö! Oh, mir fällt gerade was auf. Was? Muss man da drüben? Man kann auch mit dem Glas, was man hier runterwirft, einfach den Knopf betätigen.
Obwohl das Glas zerbricht, ne? Ja. Kann man das Glas auch ohne zu zerbrechen runterholen, ist die Frage. Das teste ich jetzt. Kann ich das Glas denn so mitnehmen, ohne dass es zerbricht? Nein. Fick dich, Glas. Keine Macht in Gläsern. Sehen die ein. Beruhig dich. Nö. Beruhig dich. Jetzt schleich doch mal schneller. Das Ding regt mich auf. So, wie es im Bilderbuch steht. Rüber, springen, festhalten. Alles gut. Ich muss dich aber im richtigen Moment loslassen, ne? Ja. Aber wir schwingen noch 5 Mal oder so zur Sicherheit. Und springen! Ja! Boah, das Glas da drüben ist so ein Babo-Glas. Das geht bestimmt nicht kaputt, oder? Guck mal, das ist so ein richtiges Boss-Glas. Guck's dir an. Hey, ohne Scheiß, guck dir das Glas doch mal an. Das hat Charakter. Und ein Gehirn. Oh, ich glaube eher das Gehirn auf der Baum, oder? Ja, ich glaube. Der ist ganz geblieben, das Gehirn. Ah. Wie komme ich jetzt hier runter wieder? Durch den Haken, ich glaub, vielleicht? Das, ja. Ja, so mag ich das. Oh, das Glas ist da irgendwie stecken geblieben. Fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel. Fick dich, Spiel. Mann, wie dumm kann man denn werfen, dass diese Fickglas da liegen bleibt? Das warst du. Fick dich, Spiel. Du bist derjenige, der das ist geworden. Ja, aber das sollte nicht möglich sein. Boah, geh du Kackglas. Ich kann das nicht mal nehmen. So. Boah, das hat cool geklungen. Ich mag das. Du sollst nicht sterben. Das wäre, glaube ich, jetzt gerade nicht so geil. Also wäre sonst nicht geil, aber jetzt gerade auch nicht mal ganz so geil, weißt du? Wäre überhaupt nicht geil, aber halt. Wo ist schon das Hirn? Da ist das Hirn. Oh. Ich mag es, wie es sich anhört. Ich mag es, wie es... Was ist denn dieser Sound? Ich kann es gar nicht nehmen. Warum kann ich es nicht nehmen? Kann ich das Glas nehmen? Kann ich das hier nehmen? Was kann ich denn nehmen? Das hier? Wie brauchen wir dann das Hirn? Ich weiß nicht, ich dachte, ich kann den Knopf werfen. Ich kann es gerade nicht nehmen. Ich frage nur, warum ich es nicht nehmen kann. Jetzt, ich musste springen und da kann ich es... Okay, das Springen hat gerade vielleicht einen Bug gelöst oder so. Ja, never play on Patch Day, ne? Easy. Ich habe das ja heute noch öfter sagen. Oh, hallo. Ja, das kenne ich noch aus dem ersten Teil. Löcher. Löcher sind deine Freunde. Tische auch. Hallo. Guck mal, das ist die Lehrerin mit dem langen Hals. Ja. Was macht die da? Ach, die macht diese Gläser. Ja, sie legt Gläser. Ja, sie legt so Sachen ein. Eingemachte Kinder am Morgen machen Kummer und Sorgen. Jetzt holt sie ein Messer. Jetzt hat sie noch eine Lade. Was holt sie daraus? Messer. Ich bin nicht da. Geh mal weiter jetzt hier. Cool. So was unterstütze ich. Bin ich zu greedy, wenn ich sofort weitergehe? Nee, ne? Hallo. Unter den Tisch. Wo denn nicht? Da ist auch ein Tisch. Na, dann mach doch direkt mal weiter, ne? Das ist jetzt keine Schwierigkeit. Wir müssen da hoch, das heißt, wir müssen auf den Tisch. Da ist echt eine Schwierigkeit drin. Denkst du? Ja, ich glaube, das mag sie nicht so. Bin mir unsicher. Als wenn wir da jetzt wirklich hoch müssen. Ist das jetzt echt dein Ernst? Muss ich da jetzt wirklich einfach rüberlaufen? Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann halt echt nicht dein Ernst sein. Oh! Ja, okay, wie soll das funktionieren? Muss ich da schleichen? Kann ich da rüber schleichen? Okay, wir testen es mal. Aber das fällt doch extrem auf, oder? Wow! Ich lebe! Ich lebe! Auch wenn es wahrscheinlich nicht so soll! Oder soll das so?
Das sah jetzt grafisch nicht richtig aus, aber wir leben. Ja. Soll das so? Ich glaub nicht. Dann never play on patch day. Guck mal, jetzt haben wir jetzt hier so ein Riesenglas. Das kann man bestimmt benutzen. Oh shit. Nö, nö, sehe ich nicht ein. Nee. Nein, geh weg. Nö, 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 nö! Oh, ich hab gesehen, wie da was unter den Tisch huscht. Ich hab's nicht erwischt mit meiner Hand, ohne runter zu gucken. Ah, dann ist da nix. Ja, ja. Die Stimme ist perfekt. Ja, so stell ich mir die vor. Ja, ist perfekt. Ja, was, wie geht das jetzt? Muss ich einfach schneller rüberlaufen, oder? Ich will eigentlich den Bug nicht kaputt machen, dass jetzt hier so ein wunderschönes Glas liegt. Das ist voll besonders, weißt du? Hm. Aber man muss da doch... Sie geht da manchmal... Oh, shit. Nö, 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 nö! Ja, nee, ich bin gar nicht hier. Nee. Geh mal wieder an die Tafel. Ja, geh an die Tafel. Geh an die... Jetzt komm, verpiss dich. Nein! Na gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt warten wir, bis an die Tafel geht, und dann gehen wir hoch. Geh an die Tafel. Sie kann nicht dauern, sehr gut. Boah, jetzt haben wir da oben aber keine Dinger mehr. Oh shit. Okay, wir riskieren's. Nein. Ja, ich denke normalerweise sollten die Gläser dort sein. Ich glaube, die sollten da oben sein, damit man sich verstecken kann, ja. Okay, dann warten wir, bis sie da auf die Tafel geht und dann gehen wir hoch. Jetzt bitte Fahrschulmusik einblenden. Komm, mach jetzt mal, du olle Schrulle. Warum macht sie das überhaupt, wenn sie uns nicht einmal gesehen hat? Oder? Macht sie da das? Noch macht sie irgendwas anderes. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich bin mal unsicher. Die scheint nichts zu machen. Ich kann ja auch einfach so hochklettern. Oh! Ah! Dann. Oh! Ja. Oh mein Gott! Ach so, dann muss ich ja gar nicht warten, bis sie da hingeht. Ich kann einfach hinschleichen und da leise hochkillen, weißt du? Glaube ich, in Klammern. Geht das? Weil sie sieht mich doch perspektivisch, oder? Ja. Oder wenn ich leise bin? Okay, sie sieht mich nicht. Okay, gut. Sie macht da irgendwas. Mit Fleisch und Organen und Kindern. Wo das da hinten ist, kein Kind in ihrem Modell. Das ist größer. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie gut. Okay, wie lange arbeitet sie jetzt da dran? Weiß ich nicht. Ich warte mal ganz kurz. Sicher, sicher. Ich gehe hier kein Risiko ein, du. Okay, sehr gut. Nein, geh hinter, geh da! Bleib doch nicht in der Ecke hängen! Bleib doch nicht an der scheiß Ecke hängen! Mann! Perspektive! Perspektive! Das ist unser größter Feind. Der Springer, hast du gehört? Cool. Nö, ich bin nicht da. Das hast du verhört. Ja, verpiss dich. Hier ist nichts. So, wir leben. So, da kann ich glaube ich noch rüber. Und. Ach, komm! Riskieren weiter! Komm! Go! Wir sind mal ein bisschen gieriger hier. Ah, easy. Das ist nicht das zweite gar nicht, weißt du? So, jetzt hier hinter. Okay, was macht sie da jetzt? Gucken wir mal wieder. Jetzt geht sie da rüber. Okay, hier müssen wir springen. Oder? Ja. Ich glaube, ab hier müssen wir riskant sein. Okay, wir warten aber noch, bis sie rüber geht zur Tafel. Das, ne. Okay, jetzt holt sie was aus dem Schrank. Irgendwas, man weiß es nicht. Messer wahrscheinlich. Jetzt geht sie da rüber. Jetzt kommen wir mal wieder her hier. Ah, so ist fein, ja, so ist fein. Gut, gut, gut.
bist gerade sehr nah an mir. Kannst du bitte weggehen? Ich kann deinen Mundgeruch riechen und das riecht wie, keine Ahnung, faule Eier. Und dein Kopf sieht aus wie ein faules Ei. Lass mich doch hässliche Menschen beleidigen. Lass mich doch hässliche Menschen beleidigen. Wow. Aber wann ist jetzt der beste Moment, um darüber zu gehen? Jetzt? Nee, ne? Vielleicht wenn sie da hinten ist, am Schrank oder so. Obwohl, dann ist sie doch voll nah an uns, oder? Ich glaube, wenn sie hier ist, oder? Ich habe keine Ahnung. Wenn sie da drüben ist, das kann doch nicht da... Oder ist das? Aber da ist sie doch voll nah an uns, wenn wir darüber gehen. Das ist, glaube ich, dumm, oder? Oder sieht sie es dann nicht? Vielleicht kann man da ja rüberspringen und hinter dem Ding stehen bleiben und sie sieht uns dann nicht. Aber das versuchen wir. Das versuchen wir. Also gleich, wenn es wieder hinten ist. Hallo. 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 Was ist das eigentlich da hinten auf der Tafel? Was soll das sein? Ich glaube, die ist nicht so wirklich gebildet. Ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht. Sieht mir nicht sehr qualifiziert aus, die Olle. Und... Huh. Super. Ja, genau so. Genau so und nie anders. Ich kann das, wirklich. Ja, jetzt sind wir wieder hier, ne? Waren wir noch nie heute. Ja, geh mal weiter, alles cool. Ja, ja, cool. Jetzt geh mal wieder da rechts rüber. Ja, nö, nicht hier. Obwohl, jetzt kann man so. Oh! Oh! Eieiei! Rein und Akrobat! Ja, so ein bisschen, ne? Ah ja, jetzt ist der letzte Sprung, ne? Na gut, da warten wir, bis sie links rübergegangen ist. Ja, nö. Ja, lieber. Ja, obwohl, ich glaube, sie geht nicht mehr rüber. Was schenkt sie sich denn jetzt ein? Keine Ahnung. Vielleicht Brackwasser oder so. Was? Mal guck mal, wie die aussieht. Ei, easy, gar kein Problem. Ei. Perspektive. Du bist nicht gestorben. Perspektive. Hey, mega cool. Yay! Hi? Cool. Und runter! Ja, nö. Oh, obwohl. Ja, okay. Also hier ist dasselbe Gitter wahrscheinlich, aber das können wir weitermachen, weißt du? Nee, es ist dasselbe Gitter, okay. Oh, ja. Oh. Ich sag ja nix, aber ich werde durch den Hammer leicht voll laut und über agieren. Und putz! Och Mann! Oh nö! Na gut, wir nehmen den Hammer mal nicht. Der Hammer ist nur so ein Lockding. Oh, jetzt kommt das Ding. Und jetzt löst er das wahrscheinlich aus selber, ne? Hallo? 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 Easy, gar kein Problem. Und? Nein! Wieso? Vorher wurde der auch erwischt! Genial. Was für ein RNG hier. Und? Oh, Scheiße. Ich kann das. Ich hab das gelernt. Ich hab es gelernt. Jetzt löst du aus! So, richtig positionieren und. Oh, er war knapp. Oh, das war knapp. Warum noch ein Dulli? Das war zu früh! Ach, Scheiße. Ah, Ryan. Ja, ich krieg das heute noch hin, später. Später.
So, easy, gar kein Problem. Und... Oh, ja, war fast zu früh. Und... Ah, perfekt. Die machen ja auch, die halten ja auch so kurz an, weil das... Weißt du? Ja. Das ist voll positiv. So, will noch jemand Schläge? Noch jemand aufs Nuss? Ich hab Bock, noch einen Backkern mit Porzellan zu hauen. Wo seid ihr denn? Boah, wenn die jetzt von vorn kommen, das wäre ja mega gemein, du. Oh, die kommt. Natürlich. Ah, easy, gar kein Problem. So, jetzt wieder von vorn. Noch jemand? Noch jemand? Ich bin ja der Sheriff in der Schule. Ja. Er steigt auf der alle Tür. Wahrscheinlich von links durch die Tür? Ne? Ah, da ist jemand. Hinter dir links. Was? Zu früh! Nein! Das war richtig zu früh! Ja, ich weiß! Ich bin nicht so gut im Leute verdreschen, weißt du? Ich hab das noch nicht so oft gemacht. Komm her, Gott! Nein! Das. Ja. Das Kind hat gecheatet! Die KI ist wundervoll. Super, ja. Ist doch fast zu spät sogar, glaube ich. Oh. Doch! Das Kind ist echt! Das hat irgendwas an! Mann! Wundervolle KI. Super, ja. Mega Fan. Aus irgendeinem Grund bewegt es sich im Zickzack-Modus. Er macht aber auch Sinn, tatsächlich. Würde ich jetzt auch machen, eigentlich. Das ist jetzt nicht ganz so dumm. Aber das ist halt ein Porzellankopf, da traue ich dir mich zu, weißt du? Ja, komm, mach deinen Zickzack-Scheiß. Und... Also, ich hab dich durchschaut. Jetzt kommt gleich einer aus dieser Kacktür raus. Ja, komm doch! Was? 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 War die Hitbox der Tür vielleicht ein bisschen groß gesetzt oder so? Keine Ahnung. Never play on patch day. Weil ich liebe dieses Never Play on Patch Day, ne? Weil ich es ironisch verwende, weil ich es liebe, Spiele am Release Day zu spielen, weil die da halt noch dann bisschen schrottig sind, weißt du? Ich mag das eigentlich sogar. Natürlich! Ich vergesse es auch immer wieder. Der Typ ist halt zu krass, ne? Der ist seinem Porzellanbrüder einen Schritt voraus. Ne? Ja. Das ist aber auch krass hier. So, komm. Also bin ich das oder liegt das an? Keine Ahnung. Herrlich. Okay, wir versuchen es nochmal. Alles entspannt. Der kommt, Kollege. Heute macht wieder seinen Zickzack-Scheiße. Easy. Was habe ich durchschaut? Jetzt kommt der Tür mit. Jetzt kommt der Typ mit dem Türschild. Komm doch. Ich geh jetzt ein bisschen weiter, dass er weg ist von der Tür, wenn er ankommt, weißt du? Dreh dich um! Sehr gut. Oh, das wird... Oh nein, jetzt kommt der andere auch schon! Weil ich zu weit gegangen bin. Fuck. Ja. Das ist gar nicht mehr so einfach, ne? Das ist ja, komplett ein anderes Gameplay wie im ersten Teil, du. Ja, definitiv. Was ich positiv finde, wenn die KI mal eine Hitbox hätte, die man treffen kann und nicht so, dass das nicht so RNG wäre. Echt mal jetzt, ey. Was? Den habe ich doch voll getroffen, oder? Keine fucking Ahnung. Eieieiei. Das könnte nervig werden, wenn das mal so richtig lange Passagen wären.
Ja, ja, ich gucke drauf, jetzt kommt der Zickzack durch, da stelle ich mich schon mal so im Zickzack hin. Easy. Ja, jetzt kommt der Tür-Dude. Zu früh, zu früh. Zu früh rein? Man muss aber wirklich dem einen Typen die Fresse einkloppen und dann schon rechts, sie nach rechts drehen und den nächsten, weißt du? Sonst geht sich das nicht aus. Ja. Hei. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier PvE-Content haben. Also nicht in dem Ausmaß. Natürlich. Ja, zickzack. Ja, ich weiß, ja. Boah. Eieieiei. Das ist ja. Das ist wirklich kleine Albträume, die zweite, weißt du? Ja. Ach, Manu. Ryan. Ach, Manu. Ach, Mira. Ihr wisst, was ich denn getan habe. Ich bin ein Mann. Genau das. Sollen wir vielleicht eine Pause machen nach dieser Passage? Nö, sehe ich nie ein, du. Ich muss mich nur an meinen Freunden hier abreagieren. So, komm her, Kollege. So, mein Zickzack-Freund. Ah, jetzt kommt Mr. Tür. Ich stelle mich schon mal richtig hin. Drehen wir mal schnell die Folge. So, komm. Was? Hätte ich mal ernsthaft. Was ist denn da passiert? Hätte ich mal ernsthaft, den hätte ich sofort treffen müssen, oder? Oder sehe ich das falsch? Nee, du hättest ihn treffen müssen. Alter, das ist jetzt ein bisschen buggy, oder? Oder sehen wir euch dazu? Es ging doch voll aus seinem Kopf oder sah so aus, als hätte er so ein Schutzschild oder so. Oh, ja gut, das war mein Fehler. Keine Ahnung. Ich hab noch über Schutzschild nachgedacht, weißt du. Ich war noch im Gedanken. Das ist aber auch anstrengend, du, ne? Eieieiei. Da nimm das. So. Dann haben wir hier unseren Zickzack-Dulli. Den kriege ich auch hin. Also die zwei habe ich schon mal, weißt du, die kann ich. Also da das Pacing schon inhaliert, weißt du. Aber hier, der Schutzschild-Dulli, der macht mir noch so ein bisschen zu schaffen. Ich gehe mal bis hier und dann, na komm. Hey, mal ernsthaft. Was soll ich hier machen? Keine Ahnung. Soll ich die nicht kaputt hauen? Eigentlich doch schon, oder? Schon, ja. Okay. Irgendwas verwirrt mich jetzt hier gerade. Also das hier gerade verwirrt mich gerade. Lass doch nicht im Gedanken sein, sondern machen. Zickzack-Tulli. Hä? Der ist von seinem Muster abgewichen! Jetzt haben die auch noch Variationen! Was ist denn deren Problem jetzt? Kann ich den triggern und dann noch so nach links gehen? Wie weit muss ich denn rübergehen, um zu triggern? Yes. Jetzt gehe ich hier rüber. Jetzt habe ich da nicht die Tür. Aber ich habe ihn doch getroffen. Du hast ihn getroffen. Hä? Was? Du hast ihn getroffen. Ist das buggy? Ist das buggy oder so? Oder muss das so? Ich bin mir unsicher tatsächlich. Aber sowas würde doch auffallen in Tests, wenn ein Charakter nicht schlagbar wäre. Das kann kein Bug sein. Das halte ich für extremst unwahrscheinlich. Also so wirklich extrem. Was halt auch sein kann, ist, dass ich da vorne hochhüpfen kann auf die Schränke und dass ich die gar nicht angreifen soll. Das macht eigentlich keinen Sinn. Warum soll ich dann den Hammer noch haben? Ja. Vielleicht kann ich den einen Typen zuerst kaputt machen. Der ist...
Ich bin mir ziemlich sicher, man muss da irgendwie hoch oder so. Es kann nicht sein, dass die nicht schlagbar sind. Das macht keinen Sinn. Ich habe dem voll eins auf die Rübe gegeben, dass der wäre kaputt gewesen, wenn das normal wäre. Vielleicht kann halt echt noch sein, dass... Aber sowas würde bei Tests auffallen, wenn es so einen Bug geben würde. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, eigentlich. Und war. Das ist ja kein Grafikbug oder so, weißt du? Komm, nee, hier komme ich nicht hoch. Nee, komme ich nicht hoch. Vielleicht einfach durchrennen, das wäre vielleicht möglich. Oder dann würde man den Hammer nicht mehr haben, weißt du? Man würde halt, glaube ich, den Hammer nicht mehr haben. Was bis jetzt war das in den Little Nightmares Spielen? Immer so, dass wenn man sein Item nicht mehr einsetzen soll, dass man es irgendwie verloren hat. Zum Beispiel, man kann es nicht durch den Tunnel mitnehmen oder so. Ja. Das ist halt ein bisschen komisch gerade. So, jetzt hat das... Natürlich. Natürlich, jetzt hat er von seinem Muster abgewichen. Natürlich. Da auch noch Variationen im Muster. Weißt du, ich mache mir über die unkaputtbaren Porzellanköpfe gerade mehr Sorgen. Also ich würde halt echt gerne wissen, ob das halt ein Bug ist, weißt du? Es wäre halt echt gut zu wissen, ob das jetzt mein Fehler ist, was ich hier mache, oder? Hä, du warst doch... Perspektive! Perspektive, Raya! Perspektive! Hey, hey. Was machst du denn, Mira? Zeichne. Was denn? Willst du googeln, ob es ein Bug ist? Nein, ich zeichne. Ach so. Was zeichnest du denn? Was denkst du? Was? Den Schuh? Oh, Mann. Nicht den Schuh, aber schon. Sag ich mal. Ich zeichne den. Den unkaputtbaren Pulli. Welche Unterschiede? Welche Unterschiede? Ich hab meinen normalen Postkoten. Eine Rüstung. Und in Englischen. Ja. Ich trigger den jetzt und lauf nach links. So, einmal versuche ich es nur mit dem Hammer. Einfach zu spät, das war zu spät. Das kann nicht sein, dass die unkaputtbar sind. Das kann nicht sein. Ich versuche es jetzt einmal mit durchlaufen. Einfach so. Weil es kann. Nee, die sind zu schnell. Da wäre auch kein Hammer, wenn man den nicht bräuchte, weißt du? Aber vielleicht ist das so, dass man die ersten beiden kaputt machen soll, weil die sind ja kaputtbar. Ja. Gucken wir mal, wir gucken mal. Mal die ersten beiden kaputt und dann versuchen wir zu laufen. Das war ein bisschen spät, aber es ging nicht hinaus. Das ging nicht hinaus, so. Jetzt lassen wir hier den Hammer liegen und wir laufen. Nee. Oh. Muss ich den Eimer benutzen? Aber das kann nicht sein, oder? Oder? Möglich! Es könnte theoretisch funktionieren tatsächlich. So vom Pacing wird es nichts ausgehen, wenn ich nach hinten gehe. Das versuche ich jetzt. Okay. Also egal, ob es jetzt ein Bug ist oder so, wir versuchen das jetzt so. Ja, Hammer weglegen. Und so Sprint ansetzen. Und. Komm schon, Eimer! Okay. Wenn ich eine Sekunde länger leben würde, dann würde der Eimer die kaputt machen. Nur das Problem ist, die Sekunde länger leben. Ja. Obwohl, wenn ich unter dem Eimer. Kann ich unter dem. Glaubst du, kann ich auch nicht unter dem Eimer durchrutschen? Genau, weiß nicht. Testen wir. Also gerade bin ich ja gerade habe ich keinen. Weißt du, das ist. Ich habe gerade nichts zu verlieren, weißt du? Oh Mann! Die Stelle macht mich ein bisschen aggro. Die triggert mich ein bisschen. Weil die mir nicht genau zeigt, was ich machen soll. Also ich habe ja nichts dagegen, Rätsel zu lösen und so weiter. Aber wenn man hier den Hammer nicht nutzen soll, dann soll man mir den Hammer bitte wegnehmen. Weiß ich nicht. Es ist ja nicht so, als wäre das immer im Spiel so gewesen, dass man das selbst entscheiden sollte. Bis jetzt wurde das Item mir immer weggemacht, bevor man, also wenn man es halt nicht mehr gebraucht hat. Okay. Wir versuchen es jetzt mit Rennen und Rutschen. So. Und Rutschen! Ich
Ich weiß nicht, ob es geht. Also es sieht so aus, als wäre es ganz leicht möglich, mit ganz viel Glück. Ich weiß nicht, ob es bei dem Spiel um Glück gehen soll. Ich bin unsicher. Also ich krieg die Leute halt einfach nicht kaputt, das ist die Sache. Ah, die zwei Versuche machen wir mal so. Da kommt von vorne. Warum denn? Ich hab das doch voll auf den Kopf gemacht. Mann, was ist los? Ja. Ei. Du einmal. So, jetzt gehe ich hier nach links, weil dann kommt er nämlich von vorne. Nee, tut er nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Kann ich Lärm machen, dass der Typ kommt? Er hört mich nicht. Ich hab den Schrank einkloppen, bis er rauskommt. Du bist da drin, komm raus! Was, wenn der Typ da drin mich nicht hört? Ist mal ernsthaft. Was, wenn es da die Ding da drin nicht triggert? Aber wir versuchen es doch mal so, wie es gewollt ist. Jetzt hat's... Oh, Mira. Ja. Mira! Du hast es geschafft! Ey, ich bin ein krasser Postbote. Boah, jetzt habe ich aber ein bisschen Angst vorm Eimer da drüben. Mira. Was triggert denn den Eimer, würde ich gerne wissen. Ich glaube die Falltür, oder? Lass den Hammer los. Kann das bitte mal speichern? Das wäre nett. Eventuell, man weiß es nicht. Ich hätte ganz gern... Speichersymbol! Oh! Kinder. Ich hätte ganz gern doch noch den Hammer. Ich würde ihn ganz gerne doch nicht ablegen. Ne? Leute! Leute, warum hängt ihr dieses Kind da auf? Wow. Easy. Kann ich das Kind runterholen? Ist das ein Kind? Das ist unser Freund. Ah, stimmt. Ja, das ist natürlich dann doof gelaufen. Ich hol dich runter. Ich befreie dich. Ist der jetzt tot? Hast du das Kind gebrochen? Siehst du, genau wie jetzt. Jetzt ist der Hammer weg. Jetzt braucht man ihn nicht mehr. Weißt du, genau das wollte ich. Hallo, lebst du noch? Bist du noch ganz? Bist du tot? Sag, wenn du tot bist. Na gut, leb noch. Das sieht echt aus wie ein Anime-Charakter mit deiner Frise, muss ich schon sagen. Das ist ein bisschen klischeehaft. Ja, schon. Der typische Anime-Hauptcharakter. Jetzt gehen wir jetzt weiter? Achso, er ist... Hä? Ich dachte gerade, ja... Oh, okay, gut. Was? Ich dachte gerade irgendwie, er ist schwanger oder so, weil er so einen Bauch hatte, aber er war nur auf der Seite. Ich dachte mir so, hä, bitte, hä? Was passiert jetzt? Ach, hier brauchen wir wieder unsere... Ja, okay, gut. Mach auch! Easy. Wir sind frei! Woohoo! Endlich! Und wir sind wieder drin! Ein Piano. Ich bin ein krasser Pianist. Ich nenne dieses Stück am Arsch. Beschreibt meine derzeitige Situation in diesem Spiel. Muss ich da hoch am Seil? Macht Sinn, ne?
Versteht ihr jetzt diesen Musiktitel? Ja. Ich glaube, es ist verständlich. Kann ich da nicht dran? Hätte es mir erst auch, kann ich da echt nicht dran? Hä? Ich hatte echt nicht ein Seil dran? Cool, gut. Das hätte ich jetzt schon so angenommen, aber gut. Ja, wo müssen wir dann weiter? Wo mischen wir dann weiter? Mein Sklave hört nicht auf mich. Jetzt sind wir hier. Kommen wir denn dann theoretisch rechts rüber? Ja, kommen wir. Bringt nur einfach nichts. Aber da kommen wir hoch, oder? Wollen nicht? Hallo, Kollege. Krasser Pianist, oder Mira? Ja. Was sollen stehen also die tiefen Töne bei einem Klavier? Man hüpft auf dem Ding rum. Auf dem Schrank. Gut, cool, wusste ich nicht. Ja! Ich bin oben, Mira. Ich weiß noch nicht, was es bringt. Aber ich bin oben. Und du? Ja. Mira, ich bin auf dem Gipfel der Welt. Ich glaube, es ist egal, ob ich hier bin oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel will, dass ich hier bin. Sieht ein bisschen komisch aus. Oder? Hä? Ach, ich sehe gerade, da unten ist eine Kurbel. Verdammte Scheiße. Ich denke auch wie immer zu kompliziert, oder? Kann das sein? Eigentlich schon, ne? Hier ist eine Kurbel, guck mal. Ist ja cool. Darunter ist jetzt eine Treppe oder eine Tür oder was? Oder was macht er? Ach so, nachher kann ich da rüber. Ah, jetzt hab ich schon. Ich kann nämlich rechts hochklettern. Und links komme ich dann. Ah, oder so. Ja, geht auch. Ah, und jetzt drauf rumhüpfen. Ich habe gerade den Fahrstuhl erfunden. Oh. Ich habe gerade. Oh Gott. Ich brauche einen Schlüssel. Ich glaube, das zieht sich das ganze Spiel, kann das sein. Und ich höre wieder unseren. Ich reiß den ganzen Tag Fälle vom irgendwas auch immer. Ja. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, Sklaven zu haben. Ich habe lange keinen. 5 Minuten. Hallo. Oh, ein Kind. Ein Kind, das mit einem Schlüssel in irgendwas rumstochert. Das ist ein Frosch. Was? Der stochert in einem Frosch rum. Das ist ein Frosch, was? Das ist ein Frosch. Ein verdammter Sadist. Guck mal! Ja, wie kriegen wir den jetzt tot? Ich gehe einfach mal raus. Hallo. Ach, da drüben ist so eine Kelle. Ja. Hm, verstanden. Ja, da muss ich aber schnell rüber, du. Ja, komm mal jetzt hier. Schneller. Schneller. Was? Sklave! Oh, easy. Hui. Easy. Ha. Mittlerweile kann ich das. Oh, ich hau jetzt mal das Gitter hier kaputt. Ja, dachte ich mir fast. Kann ich das nicht einfach hochziehen, ernsthaft? Ja, komm, zusammen. Ja, easy.
Ja, komm durch. Also, du willst nicht? Nein? Der arme Frosch, ich will den Frosch umarmen. Ach so, es geht um den Schlüssel, nicht um den Frosch. Aber der Frosch, der tut mir irgendwie leid. Um die Kinder tut's mir irgendwie nicht leid, das sind eh nur Porzellanfiguren. Aber keine Ahnung, der Frosch ist schon ein bisschen traurig, oder? Oder nicht? Ich mag Frösche. Mag ich auch. Ja. Rein hier! Yay! Boah, haben wir gerade wieder Progress. Auch da ist wieder ein Kind, da müssen wir wieder hin. Nein! Nein! Boah, wie hätte ich denn da rechts? Schleichen wahrscheinlich, ne? Ja. Was macht der da? Er schreibt am Boden. Da spielt auch jemand gerade richtig Klavier. Was macht denn er? Hey Kollege, warum gehst du denn zu ihm hin? Kollege, nein! Oh, er hält ihn fest! Sehr gut! Oh. Ja. Ja, halt noch kurz fest. Ich muss da gar nichts mehr machen, oder? Ich bin echt die einzige Enttäuschung. Ja. Ich glaube, da gab es zwei Wege. Entweder man macht es den Hammer oder man macht es mit ihm, oder? Ja, schon. Lass den Hammer los! Sklave, du musst mir hier wieder hochhelfen. Oder müssen wir die Lade nehmen? Ja. Guck mal, die Lade ist nützlicher wie du. Siehst du das eigentlich? Oh. Also die. Oh, der hat doch nicht aufgehört zu spielen. Ich mag die Musik. Doch. Ich komme natürlich nicht rein. Treppenhaus! Easy. Oh. Ah. Also immer wenn es aufhört, hat man so kurz Herzklopfen, weißt du? Ganz kurz. Ja. Ich wollte gerade sagen. Mach deinen Job, wollte ich gerade sagen. Oh, jetzt hat sie wirklich aufgehört. Oh nein. Oh, doch nicht. Uff. Aber gleich wird sie aufhören, glaube ich. Gleich wird sie aufhören. Obwohl. Hier ist doch eine Luke. Aber die kriege ich nicht auf. Ah. Ach so, das brauchen wir als Ding, damit wir beide hochkommen. Ach, die spielt so laut, das hört sie nicht. Wozu habe ich das hier runtergeworfen? Ey, Kollege, ist das eigentlich dein Ernst? Wozu habe ich das runtergeworfen? Willst du da hochkommen, damit das deinen Weg nicht blockiert, oder wie? Kollege, ich verstehe dich nicht. Aber das ist okay. Ich verstehe mich auch selbst manchmal nicht. Warum springe ich eigentlich gerade gegen die Wand? Siehst du, genau das meine ich! So. Das würde mich interessieren. Wer baut Leitern in Lüftungsschächte? Keine Ahnung. Das ist doch total unlogisch, oder? Hör denn nicht. Oh, sie kann spielen! Dann nimmt sie sich kurz einen Snack und spielt sie weiter. Boah, das ist kein Snack, oder? Sie schreibt da selbst Noten. Sie komponiert gerade, glaube ich. Ja. Man könnte meinen, sie hat sowas wie ein Herz. Ah, ich glaube bei der nächsten Jagd, glaube ich, werden wir checken, dass es nicht ganz so herzig ist. Ich glaube, wir brauchen doch nicht mal schleichen, oder? Weil es ist doch laut genug, oder? Ich meine, hallo? Ich schleich mal trotzdem. Hier ist eine Kurbel, das ist laut. Ach so, man darf nur Sachen machen, wenn sie gerade spielt. Ah! Hört sie dann auf? Was kurbel ich ja eigentlich gerade? Ich hab gerade irgendwas gekurbelt. Ach so, das Ding da oben, dass er da rüber gehen kann. Ah, verstehe. Ja. Das bringt mir jetzt genau was. Anu? Ach so, bleibt das so? Ach, das bleibt ja so. Ah, ich dachte, ich muss das halten. Ja, spiel mal weiter.
Easy. Komme ich hier wieder hoch? Hallo? Hallo? Ah ja, okay. Komme ich da echt nicht wieder hoch? Oh, ja, macht Sinn. Macht sehr viel Sinn sogar. Boah. Ha, cool, gemacht. Gefällt mir besser als die Porzellankinder. Ja, mal weiter. Wie die da komponiert, ne? Ihre Ode des Todes. Hallo. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Geh rein, geh rein, geh rein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. So lange Hals hat die doch nicht. Hey, überleg dir doch mal. Hey, Alter, so lange Hals kannst du gar nicht haben. So lange Hals kannst du gar nicht haben. Was ist das physikalisch unmöglich? Nein! Wie lang kann denn der Hals werden? Na, scheinbar so lang. Ziemlich lang. Spannend, spannend, spannend. Holy. Holy. Verschnaufen ist ja nicht, ne? Ich komme ja auch nicht raus. Oh, das war, ja. Was passiert jetzt? Mucke? Ja, wir sind wieder bei der Schlucht. Cool. Ende. Oh, hier geht's rüber. Nö. Da gehe ich hier doch jetzt noch nicht hin. Hallo? Hallo? Wer bin ich denn? Hä? Das war eine rhetorische Frage. Ach, eine Schlucht. Wir gehen dann doch mal weiter da, ne? Ja, sieht aber schon cool aus, ne? Guck mal, dieser lange Steg. Der wird bestimmt halten, oder? Was glaubst du? Ja. Boah, das wäre so cool, wenn jetzt ein Schiff durchfahren würde oder so. Irgendwas, wenn der jetzt kommen würde. Das ist doch voll die Szene eigentlich, oder? Obwohl, das könnte auch so eine Szene sein, wo man es einfach erwartet und das Schlimme ist. Aber ich erwarte nicht, du kannst nimmer spielen. Ich renn mal. Ist doch egal, brauchen wir noch nicht schleichen. Hey. Hey. Hallo. Hä? Was ist das für ein Regeneffekt, was hier runterkommt? Sieht ein bisschen komisch aus. Obwohl, das Metall ist, kann das schon so aussehen, ne? Das ist doch kein Metall, das ist doch Stein. Was ist mit den Blättern? Oh, der Effekt geht nicht über die Blätter. So. Okay, man muss das Ding hier schieben. Verstanden. Ja, machen wir. Das ist gar kein Problem. Also mittlerweile habe ich den Dreh aus, weißt du? Ich habe auch die drei Postboten der Zeit. Der französische, der russische und der englische. Ui. Ich will sehen. Was? Aber ich habe es nur skizziert. Nein. Ich habe es nicht ganz vervollständigt. Da! Ich bin zu doof, in die Mülltonne zu springen. Nicht mal zum Müll bin ich geeignet. Hä,
Hä, wie soll ich denn da rüberkommen? Jetzt mal ernsthaft. Ach, muss ich das... muss ich dieses Mülltonne vielleicht zumachen? Ach so, warte, ich guck mal. Warte. Discord. Ui, der Postbote. Französisch, Russisch und Englisch. Englisch mit Mama. Oh. Ja, weil du die ganze... Russisch ist einfach nicht, sieh das an. Und bei Französischen habe ich... Bei Russisch war, Russisch war die Axt. Ja, bei Russisch war die Axt. Und bei Französischer war Schuhe. Ja, les Schuhe. Les Schuhe. Da muss ich das bearbeiten. Warte. Nee. Das ist alles... ich habe das nur in zwei... auf zwei Layers gezeichnet. Eieiei, wieso machst du denn sowas? Weil ich was... Glaubst du, müssen wir die Dings dazu machen, oder? Also die Mülltonne, weil sonst kann ich ja nicht drauf. Hm. Aber wie kann man die zumachen, ist die Frage, ne? Hm. Ja, balancieren bringt, glaube ich, wenig. Nein, nicht balancieren funktioniert nicht. Ich geh doch einfach rein, Mann! Ja, ist okay, ist auch gut. Kann ich nicht einfach die Kiste zumachen? Ansonsten wittert, glaube ich, nichts. Ne, ich glaube, sonst wittert nichts. Ich glaube, man muss die Kiste zumachen. Aber wie macht man die Kiste zu? Ist die Frage. Nö. Cool. Kann man sie vielleicht, wenn sie hier vorne ist, zumachen? Nee. Hm. Hier liegt ein Hut. Kann ich den nehmen? Wieso kann ich die Hüte nehmen, die hier rumliegen, Mira? Was soll das? Am Anfang haben wir zwei Hüte gefunden und ist gar nichts mehr. Das macht mich traurig. Was er nicht ihr Gleichgewicht halten muss, als wenn sie solche Mechaniken auch einführen. Jetzt geht's zu! Hä, warum wurde das vorher nicht getriggert, dass das zugeht? Ach so, ich kann das auch nach vorne und hinten schieben! Ist ja kein 2D! Hast du das noch vergessen? Ja, vergesse ich manchmal hier. Ja, und dann ist ja nicht so schwer, aber auch noch. Dann müssen wir das erstmal ganz an den Rand schieben. Kollege, kommst du mal? Hey, Schnürschuh, komm mal. Hallo, Sklave. Dann müssen wir nach vorne ziehen. Nach rechts. So weit nach rechts geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, das schaffe ich keinen Sprung. Ich warte mal auf meinen Kollegen. Vielleicht hat der eine Idee. Kollege, hast du eine Idee? Sag mal was dazu. Was denn? Ich glaube, das ist zu weit. Nee, geht sich aus. Easy. Cool. Gut. Kommt Kollege auch, oder? Nein? Gut. Nein? Gut. So. Hoi. Mann, ich habe gar keine Motivation mehr, die Türen zu testen, weil die gehen doch eh nicht auf, aber ich muss es tun, weißt du? Das liegt in meiner Natur. Die gehen doch eh nicht auf. Warum verstehst du es denn nicht endlich? Ach, die hier oben wird nicht aufgehen, aber ich muss sie testen, weil sonst hasse ich mich, wenn ich es nicht getestet habe. Ja, wusste ich's doch! Es hat voll angefangen zu regnen, siehst du das, Mira? Ja. Ist irgendwie episch, oder? Wo wie es hier runterrennt. Ja. Guck mal, ich habe eine Dusche gebaut. Alter, was ich heute alles erfinde. Fahrstühle, Duschen. Das geht richtig ab. Guck mal, das ist ein Gesicht. Siehst du das? Siehst du das Gesicht? Ja, sehe ich. Toll aus, oder? Ja. Das ist fast sogar sympathisch. Fast. Auch nur fast. Wir müssen das hier nicht übertreiben. Oh, da ist das Teil von dem Regencape.
Ach, wenn ich das nicht nehmen kann. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist doch das Regencape von Six, oder? Warte. Er hat es angezogen. Ist das Six? Es sieht so aus. Oh, also unser Kumpel war eigentlich Six. Ich dachte, ich bin die Coole. Jetzt macht alles Sinn. Das macht Sinn, warum überhaupt auf dem Title Screen das so aussehen würde, als ob dann Six wäre. Das macht alles Sinn. Das macht sehr viel Sinn. Aber warum darf ich denn nicht der coole Hauptcharakter sein? Du bist der coole Hauptcharakter. Six ist jetzt der zweite Charakter hier. Wird Six mich bestrafen, weil ich sie versklavt habe? Ich meine, die könnte mich aussaugen. Du weißt doch, was sie im ersten Teil gemacht hat. Ja, aber das ist, glaube ich, bevor das passiert ist. Ja, das weiß ich nicht. Das ist ihre Vorgeschichte wahrscheinlich. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe mich ja null spoilern lassen, also so wirklich 0,000. Ich weiß ja selbst nicht. Das wäre so cool, wenn ich endlich mal einen Hut bekommen würde. Ich habe gar nicht gespoilert, also habe ich auch keine Idee. Ja, du weißt ja alles, so wie immer. Nein, ich weiß wirklich nichts. Komm ich da hoch? Ich komme da endlich mal hoch. Ist das da vorne ein Hut oder ist das eine Klingel? Es wird bestimmt eine Klingel sein. Kann ich trotzdem aufsetzen? Natürlich nicht, ich bin ja nur der scheiß Nebencharakter. Hey. Och Mann, jetzt fühle ich mich so scheiße neben mir. Ich fühle mich so unfancy. Guck, wie cool sie aussieht. Du bist einfach nur so. Ich will nicht mehr mit dir rumlaufen. Geh weg. Ach Mann, früher war ich so cool. Jetzt bin ich ein Niemand. Kann ich das nicht wegmachen? Hallo? Guck mal, ich kann sie mitziehen. Ja. Bringt aber eigentlich nichts, ne? Können wir hier hoch? Ja, können wir. Easy. Easy. So, ich hab das Bild bearbeitet ein bisschen. Wirklich? Kannst du es mir angucken? Ja. Warte. Ja. Warte. Oi. Oi, die Riesenachs. Und der Schuh! Da ist die Schuh! Ah! Soll ich das auch in den, sag ich mal, Künstlereien? Kannst du, ja. Aber du musst Kontext geben. Du musst sagen, das ist unsere derzeitige Geschichte in Little Nightmares 2. Und dann mehr Kontext braucht's nicht. Ja. Ja. Das reicht an Kontext. Hast du schon gepostet? Noch nicht, ich muss. Enter, was in Gaming gepostet? Die 1.17 von Minecraft. Ja. Nicht so, als würde ich das noch nicht wissen, die ganzen Neuerungen. Ui, Mira schreibt in der Kunstgalerie. Ja. Soweit in Little Nightmares 2 haben. Was? Da haben wir was mit Reihung gemacht. Unsere Geschichte. Der Passbote: Französisch, Russisch und Englisch. Keinen anderen Kontext. Niemand braucht Kontext. Le Chou. Die russische Axt. Ja. Und the hammer. Der Schuh. Der Schuh. Unsere Geschichte ist unglaublich. Der Schuh. Der Schuh. Und auch Toilettenpapier. Le Toilettenpapier. Aber Le Toilettenpapier ist da nicht drauf. Ah, Okay. Siehst du mal.
Ja, okay, das ist traurig. So, wollen wir weiter? Die Frage ist, wie weit wollen wir heute eigentlich spielen? Eigentlich wollte ich schon etwas früher aufhören, weil ich und wann, noch einiges. Und wann ist früher jetzt? So in 10 Minuten. Okay, also sollen wir Stopp machen für heute? Ja. Okay, wir haben es weit geschafft. Ziemlich weit. Guck uns deine Geschichte an. Ach, wunderschön. Ich meine, verdammt nochmal, wir haben 4 Stunden gespielt. Das war schön. Oh. Ja, das war ziemlich weit. Ja gut, Little Nightmares 2 habe ich 8 Stunden gespielt in einem durch. Also Little Nightmares 1. Ja. Eins haben wir in einer Nacht durchgespielt. 8 Stunden lang. Und dann habe ich es zusammengekartet auf 4 Stunden. Egal. Ja. Egal. Aber in Little Nightmares 1 habe ich mehr gefailt als in 2. Die einzige Stelle, wo du am meisten gerade gefailt hast, war bei den Porzellan-Kindern. Ja, aber das war ja anders. Ja. Das war anders, okay. Die KI war verkackt. Soll ich mal die Aufnahme beenden? Ja. Willst du Tschüss sagen, falls das irgendjemand sieht irgendwann? Tschüss. Ja, falls das irgendjemand sieht.